Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Beyond Perception. Ich bin der Simon und freue mich auf meinen heutigen Gast, Rasmus Gaub-Berghausen. Rasmus, hallo. Hi. Hallo. Ja, um dich kurz vorzustellen, bitte ergänzt, wenn da was fehlt. Also du bringst als Wissenschaftler, Erfinder, Botschafter, so habe ich es mal genannt, eine einzigartige Perspektive auf das Thema Wasser mit. Du hast mit Dr. Emoto zusammengearbeitet, bist Gründer von Aqua Quinta, Initiator von Sound of Soul und ja, bekannt für deine Arbeit mit Wasser, insbesondere auch in Beziehung oder in Bezug auf Schwingungen. Und bin ich gespannt, mehr darüber zu erfahren heute. Also herzlich willkommen, Rasmus. Danke herzlich. Ja, bin gespannt, wo unsere Reise hingeht heute. Ja, also das, wir hatten ein kleines Vorgespräch und das, was du vorgeschlagen hast für heute, so mal einen Einblick zu geben in die faszinierende Welt, ja, der Herzratenvariabilität und dann auch deren Umsetzung oder Spiegelung und Klang und Farbe. Und das, was ich auch in der Einleitung gerade gesagt habe, du bist ein Wasserexperte. und vielleicht als Brücke oder zum Start, ja, vielleicht kannst du uns mal kurz mitnehmen, so wie bist du denn zum Thema Wasser gekommen oder dann auch zum Thema Schwingungen oder der Verbindung zwischen beiden? Hat dich denn die Faszination gepackt? Wo fange ich am besten an? Also, sagen wir so, ich war immer, als junger Kerl wollte ich immer Greenpeace-Aktivist werden, habe immer gedacht, ich rette die Meere und kette mich an Öltanker ran und mache irgendwas in der Richtung. Das war immer so wo ich noch Teenager war. Dann habe ich in Wien Ökologie angefangen zu studieren, alle möglichen Bereiche. Und da hat mich eigentlich das Thema Wasser, Limnologie, Hydrologie, all die verschiedenen Bereiche, Wasseraufbereitung und so weiter, hat mich sehr interessiert. Und habe dann auch da ich habe zwei Studien gemacht, erst Ökologie, also es hieß dann nachher Landschaftsplanung. Aber ich mag das Wort Landschaftsplanung nicht, aber das hieß nachher so das Studium, weil ich finde, die Landschaft soll man nicht planen, die soll man lieber schätzen und mitgestalten vielleicht, aber planen, das klingt so arrogant. Ich mochte diesen Titel nachher nicht, aber das hat halt die Uni so beschlossen. Und wie heißt das? Ja, das habe ich abgeschlossen, habe mich damals spezialisiert auf weibliche Hormone im Trinkwasser, radioaktiv markiert, ganz genaue Wasserchemie, wenn man so möchte. Habe in Dänemark Agrarwissenschaft studiert, habe dort ebenfalls in Richtung Wasser mich eigentlich immer orientiert, die ganze Kontamination im Boden, wie die ausgewaschen werden, die Nährstoffe und wie sie sich bewegen und wie schnell die Dünger im Boden vielleicht adsorbiert werden oder umgewandelt werden oder wieder in den Vorfluter oder im Meer landen. Das war so mein Gebiet. Und ja, und dann bin ich über den Emoto förmlich gestolpert. Und zwar war das so, dass ja, davor noch, wo ich studiert habe in Wien, hat mir ein Professor ein Buch vom Viktor Schauberger in die Hand gegeben. Also für alle, die den Schauberger nicht kennen, diesen Podcast hören, der Schauberger war ein Österreicher, der in den 30er Jahren, im letzten Jahrhundert, 40er Jahren sehr viel mit Wasser experimentiert hat und der so der Vater, wenn man so ist, in dieser ganzen alternativen, neuen Wasserforschung vielleicht ist, könnte man sagen. Der hat sehr viel mit der Verwirbelung von Wasser und so gearbeitet. Ja, und der ist natürlich so in der herkömmlichen Wissenschaft eigentlich noch immer vollkommen ignoriert bis zum heutigen Tag, obwohl massenweise Studien und interessante Arbeiten in dem Bereich geben. Einfach, dass man Wasser verändern kann über Materialien, über Verwirbelung und so weiter. Also nicht nur, dass Wasser die Summe der Inhaltsstoffe ist, weil das ist, was wir auf der Uni lernen, ist Wasser ist H2O plus Inhaltsstoffe. Also eigentlich lernen wir nicht viel mehr. Das ist, und die ganze Mystik und die ganze, sagen wir so, diese ganzen unbekannten Bereiche vom Wasser werden eigentlich einfach nur so, warum ist Wasser bei 4 Grad am schwersten? Also es ist halt, es ist am dichtesten natürlich, aber da gibt es noch viel mehr. Ist es jetzt die Clusterstruktur? Ist es die molekulare Bewegung? Ist es die Information? Da gibt es so viel, dass eigentlich, warum verdampft Wasser bei 100 Grad? Das könnte eigentlich genauso, wenn man es chemisch betrachtet, viel, viel früher sollte es verdampfen. Also wenn man es vergleicht mit anderen Elementen. Also Wasser hat so viele unbekannte Seiten und wir nehmen das einfach so als gegeben hin. Und das Schöne ist halt, dass Wasser in der Mythologie und in der Geschichte und in der Esoterik eine ganz, ganz hohe Rolle hat. Überall auf der Welt. Ganz egal, ob du bist jetzt in Mexiko und ich bin hier in Österreich. Egal, ob du in Machu Picchu bist, da gibt es Heilwässer. Es gibt Heilwässer in Saudi-Arabien, Mekka oder überall. Also überall gibt es Ansätze, dass Wasser mehr ist als nur H2O. Und das hat mich damals schon ein bisschen so interessiert. Habe da von Schauberger gelesen. Und ja, dann war es so, dass ich den Dr. Emoto kennenlernen durfte. Der hat mich nach Japan eingeladen und dann durfte ich
bei ihm im Labor arbeiten. Der hat mir eine Wohnung zur Verfügung gestellt. Da war ich gerade 28, 29, also ein paar Jährchen schon her. Und ja, kam damals vom Isotopenlabor, alles so ganz genau mit radioaktiven Substanzen und kam dann zum Emoto, wo eigentlich gar keine Wissenschaftler gearbeitet haben, sondern Künstler und ganz, ganz lustige Menschen, die jetzt überhaupt nicht in der Wasserforschung eigentlich so per se vom Studium herkommen. Aber da durfte ich zu meinem Erstaunen feststellen, dass es noch sehr, sehr viel Neues gibt in Sachen Wasser. Ja, und dann hat der Emoto, wir wurden natürlich gute Freunde. Der hat mich dann gefragt, ob ich nicht sein internationales Wasserlabor eröffne. Das habe ich hier gemacht in Europa 2004. Also nächstes Jahr ist das 20 Jahre her. Und dann bin ich mit dem Emoto 11 Jahre um die Welt gereist. Ich sage immer, als sein Kofferkuli, der war ein älterer, nicht so groß, stark gebauter Mann, hatte immer riesen Koffer und da brauchte irgendeiner, der ihm das Zeug schleppt. Und das kam natürlich gerade, wie gerufen, einer, der auch noch ein bisschen sich mit Wasser beschäftigt und dann noch sein Labor leitet. Also hat er mich oft gefragt, ob ich nicht ihn begleite. Wir waren noch in Mexiko und wir waren in so vielen Ländern, Kolumbien und in Brunei und Indonesien und Saudi-Arabien und ich weiß nicht wo. Also wir waren überall. Das war ganz spannend. Und ich hatte das Glück, dass der Emoto, immer wenn ein Wissenschaftler zum Emoto kam, weil der Emoto, also für die, die jetzt diesen Podcast hören und vielleicht den Emoto noch nicht kennen, was wahrscheinlich ziemlich wenige sind, da ich glaube, dein Publikum ist, glaube ich, sehr. Heißt, das schaut über den Tellerrand hinaus. Aber vielleicht ganz kurz, der Emoto ist leider verstorben 2014, ist auch schon bald 10 Jahre her. Und also im Oktober 2024 waren es 10 Jahre, jetzt sind es 9 Jahre her. Und der Emoto hat ein Buch rausgegeben, das heißt Die Botschaft des Wassers. Da zeigt er eben Wasserkristalle, ich könnte das holen, ich habe es drüben im Regal. Und dieses Buch ist in 47 Sprachen übersetzt. Emoto hat immer gesagt, mehr als der Harry Potter. Da war er immer ganz stolz. Also nicht so eine Auflage wie der Harry Potter, aber er hat es auf jeden Fall in vielen Sprachen geschafft. Und ja, und der Emoto wurde dann mit seinen Wasserkristallen. Der Emoto behauptete einfach, wenn du ein Wasser nimmst und du beschallst es mit Musik, kommen schöne Kristalle unter dem Mikroskop. Oder du betest davor oder du gibst eine gute positive Schwingung. Ja, und das hat Anklang gefunden auf der ganzen Welt. Ganz egal, welcher religiöser Hintergrund die Menschen haben. Also wir haben genauso schöne Resonanz in Saudi-Arabien feiern dürfen wie in Israel oder in Jordanien oder wo wir jetzt gerade oder in Russland oder wo auch immer wir waren. Und dieses Buch hat sich halt sehr verbreitet und der wurde halt sehr bekannt, der Emoto. Und ich hatte halt das Glück, dass er mich auf seinen Reisen mitnahm und im Laufe der Zeit hat er dann angefangen, seine Vortragszeit sogar mit mir zu teilen. Er hat gesagt, du musst Vorträge geben, Rasmus. Am Anfang habe ich nur über Hormone gesprochen und sowas, was jetzt nicht so spannend ist. Im Trinkwasser ist auch spannend, aber vielleicht nicht, finde ich nicht mehr so spannend. Nicht so mein Gebiet mehr. Ja, einfach, ja, das ist total, ich will es eigentlich nicht diskreditieren. Das ist natürlich die Chemie und den Einfluss, aber ich finde, es gibt halt noch viel, viel mehr als jetzt. Ich liebe die Chemie, ich würde sie nie weglassen. Also, es ist super. Aber auf jeden Fall, ja, mit dem Emoto bin ich dann um die Welt gereist. Der hat mit mir die Vortragszeit geteilt mit der Zeit. Und dann war es auch so, wenn Wissenschaftler kamen, dann hat er immer gesagt, geht's zum Rasmus? Weil der Emoto war mehr so ein Philosoph, der wollte lieber über das Wetter philosophieren als über eine Standardabweichung und Varianzanalyse und pipapo, das war nicht seine Welt. Und dann, um vielleicht das alles noch abzuschließen, jetzt kurz, dann war der Emoto eingeladen nach Russland. Das war so circa 17 Jahre her. Und der wollte aber nicht nach Russland, weil in Russland hat ein Verleger hat alle seine Bücher auf Russisch herausgegeben, ohne ihn zu fragen. Und da war der Emoto ein bisschen sauer. Da können natürlich die Russen nichts dafür, aber der Emoto war natürlich, wollte nicht nach Russland deshalb. Und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht anstatt seiner nach Russland gehe und bin dann nach Russland mit dem Resultat, dass ich über 40 Mal in meinem Leben in Russland war. Und es ist ein wirklich, wirklich spannendes Land, wenn man wirklich über den Tellerrand hinausschauen will, in neuer, in verrückter, in unkonventioneller Forschung. Das ist so, was mich sehr fasziniert hat in Russland. Das ist so, man ist sich zu nichts zu schade, was Neues zu probieren. Bei uns, die Forscher haben immer Angst, oh je, was denken die anderen, wenn ich jetzt diese Arbeit mache oder passt das in den Mainstream? Sind die Fragen überhaupt legitim und so weiter? Da ist Russland wirklich ein
cooles Pflaster. Ich durfte auf Unis Vorträge halten, habe heute noch Kontakt zu Professoren dort. Und ja, also das ist mal so ganz kurz der Werdegang in Sachen Wasser. Genau. Und dann später kam ich halt zur Herzratenmobilität. Genau. Ja, jetzt, vielen Dank. Ja, und hast ja schon einen Zusammenhang erwähnt zwischen der Ausprägung von Wasser, wenn das eine richtige Formulierung ist, und Schwingung oder der Intention oder vielleicht nimmst du da, kannst du uns da ein bisschen mitnehmen. So, du hast gesagt, die Bedeutung von Wasser. Also jeder von uns weiß, dass wir zu, ich weiß nicht, 70% oder so aus Wasser bestehen. Oder es liegt nahe, dass Wasser sehr lebensnotwendig oder eine große Rolle in unserem Leben spielt. Aber was hast du da entdeckt? Also auch in Bezug auf Schwingungen, du hast erwähnt, dass je nach Schwingung Kristalle entstehen im Wasser. Ja, also das Wasser, natürlich Wasser kannst du sagen, ist Lebensmittel Nummer eins. Vielleicht ist es die Luft, weil ohne Wasser kommen wir vielleicht ein paar Tage aus, ohne Luft ein paar Minuten. Aber auf jeden Fall Wasser ist sehr, sehr, sehr wichtig in unserem Leben und gutes Wasser ist wichtig. Wir wissen von den Griechen und den Römern, da gab es Kuranstalten, wie wichtig Wasser für die Heilung ist. Das ist nichts Neues. Es gibt ja heute noch, sagt man, du musst auch in eine Kur gehen. Kuranstalt in Bäderlandschaften. Also Wasser ist mit Heilung eigentlich immer schon in Verbindung gebracht worden. Und heute, interessanterweise, wird das in der Medizin, es gibt ja tolle Bücher über, es gibt ein Buch, das heißt, du bist nicht krank, dir fehlt nur Wasser. Ich weiß nicht genau, irgend so heißt der Titel. Und ich war noch bei keinem Hausarzt, der mich gefragt hat, ob ich genug Wasser trinke. Das ist ja ganz lustig. Der diagnostiziert, macht rauf und runter, gibt mir alle möglichen Medikamente, aber fragt, ob ich mindestens so viel Wasser trinke wie Kaffee oder sowas, hat mich noch keiner gefragt. Und Wasser ist wirklich, wenn, ich glaube, wenn jeder seinen Wasserkonsum auf einen halben Liter bis zum Liter erhöht, außer man trinkt wirklich schon von vornherein sehr viel, kann man sehr, sehr viele Krankheiten eigentlich vorbeugen. Und ja, zum Wasser selber, wir sind zwei Drittel Wasser circa, aber von der also vom Gewicht her. Aber von der molekularen Anzahl, das heißt, wenn du alle jetzt zusammenzählst, alle H2O-Moleküle, dann sind wir über 99% Wasser. Wir haben Was? natürlich, Okay. nein, nur wenn die Anzahl, das Ja, ist natürlich, okay. also wenn Abgefahren, wir nur ja, die das höre ich zum Moleküle ersten zählen. Mal. Ja. Vom Gewicht her ist klar, wie heißt das, sind wir circa zwei Drittel Wasser, also 65, 70%, ein Baby über 80 und so weiter. Aber wenn du jetzt, weil natürlich ein Stickstoff oder was ich weiß, ein Hämoglobin mit Eisen und allem möglichen Anteil hat eine andere Gewichtung, kannst du sagen, als jetzt das H2O-Molekül. Aber wenn du jetzt nur eine Strichliste machst und anfangen würdest zu zählen, wie viel H2O-Moleküle und dann nachher noch alle anderen, dann ist der Anteil von Wasser ist um die 99%. Also Abgefahren. wir sind voller Wasser. Und jetzt ist es natürlich so, habe ich vorhin kurz erwähnt, in allen Kulturen auf der Welt gibt es diese sogenannten Heilwässer. Also alle haben das gehabt. Und das hat mich einfach sehr interessiert, weil ich habe wirklich Wasser gesammelt und ich habe Wasserproben bekommen von Hopi-Indianern oder von Südamerika, von verschiedenen Bereichen, aus Russland, von heiligen Quellen, vom Baikalsee, Samsam in Mekka. Also für alle Moslems ist ja Mekka sozusagen da, wo man einmal hinpilgern sollte. Und Mekka, der Hauptplatz, wo die Medina ist, wo dieser schwarze Würfel drüber ist, unten drunter ist eine Quelle. Da kommen sternförmig lauter Wasser aufeinander zu. Das ist im Grunde genommen die Besonderheit, so verstehe ich zumindest, ist dieses Wasser in Mekka. Man nennt es Samsam. Ich bin selber kein Moslem, aber es ist ein wunderschönes Wasser. Und ich meine, die Christen haben Lourdes oder Ephesos und Fatima. Wie heißt das? Es gibt überall Heilwässer. Und das war einfach sehr interessant, dass einfach, und jetzt ist die Frage, was heißt Heilwasser? Also das Wort heilig kommt ja etymologisch von heilen. Und wenn du es nicht verstehst, warum das dir jetzt gut tut, dann ist es ja legitim, dass du es deinem Glauben zuordnest. Sei es jetzt, dass du sagst, da hat die Mutter Gottes, ist jemandem erschienen, oder jetzt die Moslems haben ihre eigene Bezeichnung oder die Indianer haben ihre Bezeichnung. Jeder hat natürlich versucht, das zu beschreiben. Und ich meine, wir haben hier auf dem Berg, wo ich wohne, das ist ein paar Kilometer rauf, da gibt es eine Quelle, die heißt Ilga-Quelle, die ist seit Jahrhunderten bekannt, wenn du Augenleiden hast. Also da pilgern Leute hin, um das Wasser zu holen, um die Augen zu waschen, wenn sie. Und der Augenarzt, der hier im Nachbarort ist, der wird wahrscheinlich sagen, so ein Blödsinn.
aber bei der natürlich noch nie sowas davon gehört hat. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant. Wie heißt das, wenn man einfach diese Sachen nachgeht? Und jetzt vielleicht nochmal zum Wasser, was ich vielen in den Vorträgen gerne erzähle, ist, es hat noch nie ein Mensch ein H2O-Molekül gesehen. Also müssen wir mal sehen. Ich habe hier ein Wasser, ja. Und in einem Regentropfen Wasser, ein Regentropfen, der vom Himmel fällt, hast du mehr H2O-Moleküle als Menschen auf der Erde. Nur das mal so vorstellen. Und diese H2O-Moleküle machen in der Sekunde Milliarden von Verbindungen. Das heißt, hier ist so viel Schwingung drin, wie eigentlich in keiner Flüssigkeit irgendwo auf der Erde, in keinem Öl und kein Essig oder sonst irgendwo. Und jetzt ist ja das Interessante, dass jedes Leben auf der Erde entsteht im Wasser. Ganz egal, ob es der Einzeller ist, der Virus, der Mensch, der Dinosaurier, Bakterium, es entsteht im Wasser. Ist einfach so. Und jetzt ist das nächste Interessante. Es gibt nicht zwei Lebewesen, die gleich sind. Jeder ist einzigartig. Du bist einzigartig, deine Kinder sind einzigartig, jeder ist nahe einzigartig, jeder Chinese ist einzigartig, auch wenn es so viele gibt. Ich war gerade in Indien. Jeder ist einzigartig. Und jetzt zum Emoto ist das Interessante, wir bekommen nicht zwei Schneeflocken, die gleich sind. Also wenn ich die einfriere, bekomme ich nicht zweimal die gleichen. Und da sagen Wissenschaftler natürlich, was du machst, ist nicht wissenschaftlich, weil du bekommst ja nicht dasselbe. Jetzt ist das Problem, oder das Tolle, oder das ist eigentlich die Grundformel des Lebens, dass es diese Gleichheit nicht gibt. Weil in dem Moment, wo der Wassertropfen vom Himmel fällt und in einen Schneeflocke sich verwandelt, ist die Schwingung im Umfeld dieses kleinen Tropfens einzigartig. Der Tropfen, der daneben runterfällt, hat eine leicht andere Schwingung erfahren. Und es kommt nicht derselbe Schneeflock herunter. Weil das Wassermolekül in Lichtgeschwindigkeit sich mit anderen Molekülen verbindet, also mit anderen Wassermolekülen. Und in dem Moment, wo es zum Beispiel einfriert, ist die Schwingung einzigartig im Umfeld. Und es kommen nicht zwei Schneeflocken herunter, die gleich sind. Und so geht es auch weiter in unserem, wie heißt es bei uns, Menschlein. Wir können noch so viele dolle Schafe klonen. Die ganzen Genetiker verstehen das einfach nicht, weil in dem Moment, wo sich die Zelle teilt, ist die Schwingung einzigartig. Die sozusagen, wenn ich hier jetzt eine Petrischale hätte und ich gebe jetzt da eine befruchtete Eizelle hinein, die fängt an, sich zu teilen, dann ist die braucht ja Wasser, sonst wird sie nicht wachsen, ist ja logisch, und natürlich alle Nährstoffe. Aber das heißt, wenn die sich anfängt zu teilen, ist die Schwingung im Umfeld dieser Eizelle einzigartig. Das heißt, du wirst nie dieselben Kinder bekommen. Du kannst mit derselben Frau 500 Kinder machen, die werden immer einzigartig sein. Obwohl der DNA-Strang von dir und von deiner Frau derselbe ist. Vorausgesetzt derselbe Vater. Aber, nur ein Scherz. Aber sonst, wie heißt das? Es ist immer einzigartig. Und wenn du jetzt beim Baum draußen, ein riesengroßer Baum mit Millionen von Blättern, dann hast du nicht zwei Blätter, die genau gleich sind. Weil in dem Moment, wo dieses kleine Blatt sich entwickelt, natürlich im Wasser. Im Wasser teilt sich die Zelle, also von irgendwo muss er kommen, ist jedes Blatt einzigartig. Und das hat mich, das ist einfach wunderschön. Und jetzt ist das Spannende, wenn man Emotos Arbeit ein bisschen anschaut, ist, dass das Wasser macht förmlich, was es will. Weil wir glauben, wenn ich jetzt das Wasser sozusagen beeinflusse, sagen wir mit einem hübschen Bergkristall hier, ja, oder keine Ahnung, mit Edelschwung gibt. Ich habe ein Labor voll mit allem, was du im ESO-Markt verfinden kannst. Aber tolle Sachen, also gar keine Frage. Es gibt manche sagen, Schungit, Edelschungit, ein Traum, wie sich das Wasser Also will. hier kommen so beide Elemente zusammen. Also das ist quantifizierbar. Das ist nicht nur, sag ich mal, ein Gefühl oder irgendein Versprechen oder sowas oder ein Glaube, sondern es Genau. ist dokumentierbar. Ja, Was aber funktioniert oder nicht, oder wie ich muss es ein großes funktioniert. Aber hineingeben, dass man es versteht. Wenn ich jetzt hier Wasser habe und ich habe hier Edelschungit und ich gebe den jetzt hier hinein, ich friere das nachher ein, mache die Wasserkristalle, dann sehe ich, dass die Bildekräfte, von dem Rudolf Steiner schon vor 100 Jahren gesprochen hat, also Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposoph, wenn du so willst, Anthroposophie, der hat gesagt, es gibt in der Natur eine Kraft, die hat er Bildekräfte genannt. Das heißt, dass die sozusagen harmonische Strukturen macht, wie sich, wenn sie Pflanze sich teilt, er hat das so genannt. Und wir sehen das, wenn ich zum Beispiel eine Speichelprobe von dir nehme, ich tropfe die auf, schaue die unter dem Mikroskop an. Man muss natürlich aufpassen, dass man nicht gleich beim Kaffeesatzlesen in Istanbul ist, aber man sieht trotzdem, dass da eine Struktur dahinter ist. Das heißt eine Form. Und wenn ich einen Wassertropfen nehme, zum Beispiel Speichel von dir, und der Tropfen trocknet schön von außen in die Mitte, dann kann man annehmen, dass du sehr zentriert bist. Wenn der so nach außen trocknet, sieht man oft, dass der Mensch nicht in seiner Mitte ist. Und
Oft, wenn du zum Beispiel ganz außer dir bist, ist die ganze Struktur sehr undeutlich. Und wenn du in Ordnung bist, das Wort Kosmos, Ordnung heißt ja eigentlich eine bestimmte Form, eine wiedererkennbare Form, dann kann man das auch entsprechend wieder sehen. Jetzt ist es aber so, wenn ich hier ein Wasser nehme und ich gebe diesen Dschungit hinein, dann beeinflusst er natürlich das Wasser. Aber es gibt noch viele, viele, viele weitere Komponenten. Und wir versuchen ja immer in der Wissenschaft so genau wie möglich zu sein. Das heißt, wir versuchen so viele Einflussfaktoren wie möglich zu bestimmen und zu eliminieren, wenn es geht. Dass wir sagen, nur der Einfluss von Dschungit auf das Wasser. Das Problem ist, das ist nicht möglich. Weil das Wasser sagt, ja, du kannst machen, was du willst. Ich reagiere genauso auf dich, ich reagiere auf das Licht, ich reagiere auf die Sterne, sie reagiert einfach auf alles. Das Wasser ist ein offenes System, so wie du. Du bist auch ein offenes System. Du reagierst, du bist ja auch voller Ja, Wasser. ich Das bin ja heißt, du. dann 99% Wasser. Ich bin laufender Wassersack. Ja, Ja. genau. Und du reagierst natürlich auf alles. Und jetzt ist so, wenn ich jetzt diesen Dschungit, den ich gerade auf den Boden runtergeschmissen habe, aber ich habe hier noch einen, reingebe, dann habe ich als Mensch, der diese Untersuchung macht, auch einen ganz großen Einfluss. Und jetzt ist das Interessante. Manche Menschen machen sehr gute Wasserkristalle und manche sind sehr unbegabt. Und da will ich nicht sagen, ja, du bist jetzt einfach ein, oder der eine ist ein schlechter Mensch, der ist, keine Ahnung, hat so schlechte Schwingen oder sonst irgendwas. Ich wollte verstehen, warum machen manche Menschen, sind so begabt, gute Kristalle zu machen und manche so unbegabt. Der Emoto hatte ein paar, die waren wirklich gut. Da hat er einen jungen Mann gehabt in Japan, das war der erste, der die Wasserkristalle gemacht hat. Von dem habe ich das gelernt. Masaya Somei heißt der, ein bisschen älter wie ich. Das war einfach nur ein Künstler, der, oder nicht nur, das war ein wunderbarer Künstler, der hatte von Wasserforschung, Chemie, Statistik, pH-Wert, sowas von keine Ahnung. Aber der konnte unglaublich gute Wasserkristalle machen. Und dann hatte ich manche im Labor, die konnten kaum Wasserkristalle machen, obwohl das Prozedere immer dasselbe ist. Du nimmst eine Pipette, tropfst 1 Milliliter auf, circa, frierst das ein und schaust dann im Auflicht, Hellfeldmikroskop, das Wasser an. Das erkläre ich bei vielen Vorträgen. Und jetzt ist das Interessante, manche sind besonders talentiert und manche weniger. Und ich habe mir gedacht, wie kann das sein? Und dann hatte ich zum Beispiel einen, den, für den erzähle ich gerne, weil das war einer, der, den hatte ich angestellt, der saß in seiner Yogi-Hose, ganz Ashram-mäßig, eine ganze Woche vorm Lourdes-Wasser und hat meditiert. Die Kerzen sind auch abgebrannt und er hat meditiert und meditiert und er hat keine Kristalle machen können. Und ich habe gedacht, das kann ja nicht sein, der ist doch so. Das ist doch so spirituell, bis ich irgendwann, zumindest ich glaube es zu verstehen. Die Wissenschaft, zumindest ist das meine Erklärung. Was mich trennt von dir oder meinem Mitmenschen per se jeden, ist der Kopf. Und was mich verbindet zu dir oder zu meiner Partnerin oder zu meinen Kindern, ist das Herz. Und jetzt könntest du natürlich sagen, ja, das ist esoterisches Geplänkel, das ist schön und gut, aber das ist sowas von nicht wissenschaftlich. Dann sage ich, ja, halt. Wir reden hier von Schwingung. Was schwingt hier ständig in meinem Körper am meisten? Wenn es aufhört zu schwingen, habe ich ein Problem. Es ist das Herz. Das Herz hat das stärkste elektromagnetische Feld in unserem Körper, circa 2000 Mal stärker als das Hirn. Und wir wissen, elektromagnetische Felder beeinflussen sich ja. Ja, das hat man im Physikunterricht mal gelernt. Zwei Magnete, Eisenspäne rundherum, gibst sie ein bisschen näher heran, kannst du sehen, wie die interagieren. Das ist ja ganz einfache Physik. Das heißt, was dich zu deiner Frau und deinen Kindern und deinen Mitmenschen verbindet, ist das Herz. Das ist sozusagen der Kommunikator. Kommunion heißt ja empfangen. Das heißt, wo du am meisten Schwingung empfängst, ist eigentlich das Herz, nicht das Hirn. Und jetzt ist es so, dass ich gesehen habe, wenn ich das Wasser verbessern will, dann passiert fast nichts. Weil dann trenne ich mich von dem Wasser. Dann ist mein Intellekt, der sagt, hier bin ich und hier ist das Wasser und ich werde das jetzt verbessern. Das ist aber ein ganz großer, wie soll man sagen, Irrtum. Weil erstens bin ich ständig mit dem in Kontakt. Und jetzt ist das Interessante, das Hirn trennt die Menschen. Ich erkläre das immer schwingungstechnisch, mache es immer dasselbe in meinen Vorträgen. Wenn du mit deiner Partnerin tanzt und du denkst, wo ist mein nächster Schritt, steigst du ihr auf den Fuß. Oder noch einfacher, wir klatschen alle zu einem Lied. Meine kleine Tochter wird genauso gut klatschen wie ein Musikprofessor. Wenn der Musikprofessor aber denkt, wo ist mein nächster Einsatz, dann ist der draußen. Das heißt, Kohärenz heißt ja, wenn du jetzt mit ihr schwingst, deine Schwingung und ihre Schwingung fangen an zu interagieren, zu kommunizieren.
dann entsteht eine Kohärenz, dann schwingt es ja zusammen. Ja? Aber der größte Hindernis ist das Hirn. Und wenn ich jetzt sage, ich, also die Illusion des Ichs, wie es so schön die Buddhisten sagen, weil das Ich Ja. ist ja auch eine Illusion, das ist nur eine Ansammlung von Konditionierung, weil im Endeffekt uff, sind wir wieder weg in ein paar Jahren. Da kannst du an alles Schöne glauben, aber ist ja auch egal. Für mich ist Glauben romantisch konditioniertes Denken. Wenn du in Saudi-Arabien aufgewachsen bist, bist du 99,9% Moslem. Und wenn du in Irland aufgewachsen bist, bist du sicher ziemlich konservativer Christ. Ist ja auch okay. Und wenn du in, keine Ahnung, in Nepal aufgewachsen bist, dann bist du halt, hast einen anderen Glauben. Das heißt, unsere Konditionierung ist das Interessante, das trennt mich. In dem Moment, wo ich im Kopf bin, trennt es mich. Und die Kohärenz nimmt ab. Und wenn ich glaube, ich verbessere dieses Wasser, dann trenne ich mich eigentlich von dem Wasser. Dann wird es immer schwerer. Wenn ich aber nur das Wasser sehe, wie ein kleines Kind und einfach begeistert bin, einfach wahrnehme, mit dem Wasser spiele, gar nicht, es das heißt ja so schön in der Bibel, dein Wille geschehe. Also ich bin zwar von dem Verein ausgetreten, aber es gibt wunder, wunder, wunderschöne Sachen in der Bibel. Werdet zu Kinder oder selig sind die geistig Armen. Es gibt lauter Sachen, ich habe immer das negativ gesehen. Ich sehe heute, es sind so viele schöne Sachen drin. Und das Interessante ist, wenn du es einfach nur siehst, aber wenn dann noch, da kommt der nächste Fehler. Das erste ist, dass ich mich trenne durch den Kopf. Und das zweite ist, dass ich glaube, ich kann es verbessern. Ja, also das ist diese ganze, in Österreich gibt es über 600 Firmen, die Wasser energetisieren. Ja, da gibt es Firmen wie Sand am Meer. Kannst du, ich kriege jede Woche kriege ich Geräte. Das einfachste Gerät ist, du nimmst einen Löffel und rührst einfach mal um. Ist besser wie fast alle Geräte auf dem Markt. Oder du lässt das Wasser einfach in der blauen Flasche mal stehen, kriege ich schöne Kristalle als bei fast allen Geräten. Es gibt natürlich ein paar gute Geräte, aber die meisten sind das Geld eigentlich gar nicht wert. Und jetzt ist das Interessante, was dich mit dem Wasser verbindet, ist das Herz. Das ist total spannend. Wenn dich was berührt, dann greifst du dir ans Herz. Das macht jeder Mensch, ganz egal, an was du glaubst. Jeder macht es. Und wenn du dich wunderst, wie hoch deine Stromabrechnung ist, meine Gasabrechnung hat sich jetzt vervierfacht, dann denke ich mir, um Gottes Willen, was zahle ich jetzt an Gas? Ja, da greife ich mir nicht ans Herz, da greife ich mir ans Hirn. Und darum sage ich, diese ganze Wasserforschung, das ist so spannend. Das heißt, wenn ich vor dem Wasser sitze und mit der Intention, ich verbessere das Wasser, ändert sich gar nichts. Wenn ich das Wasser einfach betrachte, mich freue, ich sehe, ich bin Teil davon, dann kann ich einen schönen Kristall nach dem anderen. Und das ist, was mich halt so fasziniert hat. Und ja, und dann, wenn du hast Herzratenvariabilität angesprochen, das ist jetzt vielleicht der Übergang, ist also für die, die diesen Podcast hören, es gibt was ganz Interessantes, es gibt diese Herzratenvariabilität. Das heißt, du hast nicht zwei Herzschläge im Leben, die gleich sind. Und da passt für mich wunderschön dieser Ist das Vergleich. wirklich so? Nicht zwei im Leben, die gleich sind, ja? Ja und nein. Es kommt darauf an, wie genau du misst. Ja. Also, man könnte sagen, es gibt auf allen Stränden dieser Welt nicht zwei Sandkörner, die gleich sind. Mit meiner einfachen Methode hier im Mikroskop werde ich wahrscheinlich von 100 Sandkörnern viele sagen, die schauen ja genau gleich aus. Jetzt messen wir die Herzratenvariabilität in Millisekunden. Also eine Sekunde hat 1000 Millisekunden. Und wir messen das und dann sehen wir, ein Herzschlag hat 700 Millisekunden gedauert, der nächste 850, der nächste 920 und so weiter. Und vielleicht kommt nach 3 Stunden der nächste mit 920. Aber wenn wir in genauer gehen, von Millisekunden in Mikro- oder Femto-Nanosekunden runter, immer kleiner, dann wirst du, und je kleiner, desto mehr wirst du sehen, es gab nicht einen Menschen, der je einen Herzschlag hatte, der gleich ist wie ein anderer. Das ist natürlich sehr klein. Da kannst du sagen, ja, das ist ja lächerlich. Wen interessiert das schon? Mich interessiert es. Weil das Wassermolekül macht ja pro Sekunde Milliarden von Verbindungen. Das heißt, die Information, die du aus deinem Herzen rausschwingt, Information heißt ja Schwingung in Form gebracht, ist mit jedem Herzschlag einzigartig. Das heißt, du bist lebendig und Lebendigkeit drückt sich aus in der Veränderung, in Bewegung. Das heißt lebendig. Ja. Drum ist ja ein Handy, wenn man, ich will jetzt nicht vom, das Handy ist zwar eine schöne, brauche ich jeden Tag, aber hier habe ich eine gepulste Schwingung, die ist immer gleich.
Und eine gepulste Schwingung, kann man sagen, ist nicht lebendig. Die bringt im Endeffekt den Tod, weil du brauchst die Variabilität. Ein gesunder Wald ist variabel. Du hast dicke Bäume, große Bäume, dünne Bäume, alte Bäume, wie so ein Urwald. Alles. Groß, klein, ein sehr, sehr, wie soll man sagen, gesunder Wald, der einfach dem Stress sozusagen widersetzen kann. Es gibt einen schönen Satz in der Landwirtschaft, der heißt: Willst du deinen Wald vernichten, setze nichts als Fichten. Das heißt, wenn du jetzt hier bei uns in so einem landwirtschaftlich Agrarwald gehst, wo alle Bäume genau gleich dick sind, alle genau gleich hoch sind, ist der ja im Endeffekt schwerst krank oder schwerst anfällig für Krankheiten. Das heißt, die Variabilität ist das Leben. So wie ein kleines Kind, das variabel über die Wiese springt. Gehen wir zur Musik. Was bringt den Tod? Die Marschmusik. Die Soldaten, bum, bum, bum. Das ist diese Idiotenmusik, die in jedem Dorf gespielt wird. Erstmal betrinkt sich, Entschuldigung, dass ich das sage, man macht sich nicht immer Freunde. Das ist Kriegsmusik. Wir sind nach Hause gekommen, wir haben den Feind getötet. Das ist eigentlich die Marschmusik, die wir hören. Einer schlägt ganz groß immer denselben Bass. Und das ist nicht Vivaldi, wo du gleich die schönste Frau in der Runde greifen möchtest und tanzen möchtest mit ihr. Wenn du bum, 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 da willst du nur noch 3 Liter Bier mehr trinken und am Schluss den nächsten Krieg anzetteln. Oder sehen wir die Technomusik, immer derselbe Rhythmus, das macht die Menschen natürlich krank. Eine variable Musik, ich komme gerade aus Indien, war vor 2 Wochen in Indien, da siehst du, wie variabel und schön die Musik ist. Und jetzt gehen wir zur Herzratenvariabilität. Je variabler dein Herzschlag ist, desto gesünder bist du. Da gibt es tausende Studien. Je gleichmäßiger der Herzschlag ist, desto anfälliger bist du zu Krankheiten. Also es gibt so viele Verbindungen von Wasser zur Herzratenvariabilität, zur Schwingung, zur Information, dass ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich höre dir ganz begeistert und fasziniert zu. Und du hast noch einen Satz, ich weiß nicht, ob ich es in einem deiner Videos gesehen habe oder auf deiner Internetseite gelesen habe. Und hast du geschrieben, das Herz reagiert auf alle Einflüsse, aber unterscheidet nicht zwischen gut und schlecht, stressende oder beruhigende Faktoren. Also hier, das scheint jenseits von dieser dualen Perspektive des Verstands zu sein. Also es gibt schon Stress, natürlich. Es gibt also, wenn man jetzt vielleicht ein bisschen das mal aufzuschlüssen. Herzratenvariabilität kann man einfach sagen, man misst den Herzschlag, die Zeitspanne von einem Schlag zum nächsten und vom nächsten zum übernächsten und vom übernächsten zum überübernächsten. Und man sieht, dass jeder Abstand ein bisschen unterschiedlich ist. Im Volksmund glaubt man, das ist immer gleichmäßig. Wird vielleicht dann gleichmäßig schneller, wenn du dich bewegst und körperlich aktiv bist. Und wenn du schläfst, wird es gleichmäßig weniger. Jetzt ist das Interessante, dass in jedem Atemzyklus atmest du ein, gehst du in den Sympathikus, das ist ein Stress, wird die Variabilität geringer. Atmest du aus, kann die vagale Aktivität, kann der Parasympathikus, bist du wieder locker, bist du wieder variabel. Das heißt, das ist wie so eine Qualle, es wird eng und locker, eng und locker. Und jetzt hast du aber noch, also es gibt schon Stressfaktoren, aber im Grunde genommen sollte das immer sich ausgleichen. Also Anspannung und Loslassen, Anspannung und Loslassen. Und jetzt ist es so, vielleicht das sind zwei Sachen mal. Das eine ist, was du vielleicht gemeint hast, ist, das Herz wertet nicht. Du wertest, du oder ich werte. Ich sehe, was ich was, denke mir, oh, das ist ein toller Mensch, der ist lieb, mit dem möchte ich was anfangen. Und na, der schaut mir suspekt aus, keine Ahnung, der mache ich lieber nichts. Oder es geht noch weiter, wenn man jetzt rassistisch ist, sagt man, okay, der Weiße nicht mit dem Schwarzen oder der Gelbe nicht mit dem, weiß ich nicht, wie die Leute alle sich aufteilen. Aber diese Trennung findet nur im Kopf statt. Natürlich die Angst. Angst ist ein kleiner Bruder vom Denken. Und dann hast du Angst vor, keine Ahnung, vom schwarzen Mann oder vor dem Menschen, den du nicht kennst. Das macht das Hirn. Dann die Konditionierung. Ja. Aber was die Menschen verbindet, ist das Herz. Das heißt, wenn du jetzt neben, sagen wir mal, ein Weißer sitzt neben einem Schwarzen oder jetzt zum Beispiel schön in Palästina, ein Palästinenser sitzt neben einem Juden. Die Köpfe schlagen sie sich gerade ein. Fürchterlich. Aber gleichzeitig versuchen eigentlich die Herzen dieser Menschen kohärent zu werden. Weil das Herz wertet nicht. Das Herz ist ein offenes System. Das sagt nicht, nein, mit dem will ich nicht. Das sagt ein konditionierter Geist. Mit dem will ich nicht, der spricht eine andere Sprache, der hat einen anderen Glauben. Der Glaube ist immer im Kopf. Du glaubst nie mit dem Herzen. Das ist der größte Schwachsinn, den es überhaupt gibt.
Glaube ist hier oben. Wenn du 100% präsent bist, bist du in deinem Herzen. Dann bist du in der Mitte. Wenn du im Kopf bist, bist du exzentrisch. Aber wo ist dein Zentrum? Hier oben oder hier? Ja, ganz sicher im Herzen, oder? Das heißt, wir sind alle exzentrische Menschen. Wir sind alle ständig im Kopf, werten, trennen uns von uns, haben unsere Glaubenssysteme und es ändert sich überhaupt nichts auf unserem Planeten. Das ist ja genauso schlimm wie vor 2000 Jahren. Wenn wir sehen, ist es sogar schlimmer, keine Ahnung. Und man baut neue Glaubenssysteme. Und was ich versuche mit meiner Arbeit ist zu zeigen, dasselbe wie der Krishnamurti versucht hat oder Eckhart Tolle versucht, Ramana Maharshi oder Babaji oder das haben viele versucht, einfach zu zeigen, der Kopf trennt mich. Und der Kopf wird nie eine Lösung auf diesem Planeten finden. Einstein hat gesagt, du kannst die Probleme dieser Welt nicht lösen mit den Ansätzen, die sie geschaffen haben. Am Anfang hast du dich in deine Frau verliebt, toll, wolltest nur tanzen, über die Blumenwiesen hüpfen, so alles wunderbar. Nach 10 Jahren, ach, ich weiß schon alles von dir, nach 20 Jahren hast du noch mehr Schubladen offen. Das heißt, der Kopf trennt dich. Und ich sage immer, meine Partnerin hat nicht zwei Herzschläge im Leben, die gleich sind. Das heißt, ich habe jede Sekunde eine neue Partnerin. Wie cool ist das denn? Im Kopf kann ich sagen, ach, diese alte Schachtel, die, ich weiß eh schon, was sie denkt und was sie sagt. Und das kennt man ja in der Beziehung. Das heißt, der Kopf trennt die Menschen. Das Herz verbindet die Menschen. Und das ist, was ich versuche zu zeigen. Das kannst du jetzt, was ich eben mache, ich nehme die Herzschwingung zweier Menschen, übersetze die in Töne und die zwei Herzen fangen an, miteinander zu kommunizieren. Also, das erzähle ich gleich im Detail. Aber noch um deine Frage nochmal. Also für mich wertet das Herz nicht. Das Herz ist wie ein offenes System und es reagiert. Wenn du Angst hast durch deine Konditionierung, keine Ahnung, wer sitzt da im Schrank drinnen, kriegst du fürchterliche Angst. Und das Herz, die wird gleichmäßiger im Herzschlag, geht in den Sympathikus, vielleicht in den Kampf. Oder du fängst an, auszuatmen, zu entspannen, zu lächeln, in die Gegenwart zu kommen. Du wirst wieder gehst mehr in den Parasympathikus, wirst wieder locker. Und das Herz entspannt sich und wird variabler. Also das Herz reagiert einfach. Das heißt, Vielleicht ja, gerne. eine Frage hier, ob ich das richtig verstanden habe. Also im Herzen ist wie diese natürliche Tendenz zur Kohärenz als Impuls innewohnend. Und Genau. das Hirn ist das, was dem möglicherweise widerstrebt oder sich dagegen wehrt Genau. oder das als Erfahrung verunmöglicht. Genau, das heißt, die Frage ist, soll das Herz dem Hirn dienen oder das Hirn dem Herzen? Wer ist der Meister? Und in unserer Gesellschaft ist es ganz klar das Hirn. Und das Herz läuft einfach hinterher. Das heißt, wenn du jetzt einen Actionfilm anschaust, Adrenalin geht hoch, dann keine Ahnung, du rauchst noch 10 Zigaretten und noch 3 Liter Kaffee. Das Herz sagt, okay, ich versuche halt das Beste damit zu machen. Ja? Wenn du sagst, ich entspanne mich, ich ärgere mich nicht drüber, okay, dann fängt das Herz, da läuft das nach und versucht dann mit locker. Und jetzt ist die Sache, wo kommen zum Beispiel die Ideen her? Wo kommt deine Inspiration her? Du kannst natürlich im Kopf lernen, Noten zu schreiben. Oder du lernst in der Schule das Alphabet und lernst gut Deutsch, Spanisch, was auch immer zu schreiben. Das lernst du hier oben. Aber wo kommt die Eingebung her, dass du etwas Schönes schreibst? Die kommt nicht aus dem Hirn. Alle großen Künstler, sei es, nehmen wir den Einstein wieder her, der ist immer so oft zitiert, der hat seine großen Eingebungen im Wald gehabt oder beim Geigespielen. Natürlich konnte er nachher rechnen, konnte in den Kopf gehen, konnte seine Theorien alle ja, niederschreiben. Mozart, der konnte natürlich Klavier spielen wie kein anderer, wusste natürlich, wie er Notenschlüssel legt, Moll, Dur, alles rauf und runter. Aber wo kamen seine Eingebungen her? Das Wort Intuition, der Duden sagt zwar was anderes, aber das ist mir egal. Muss nicht immer alles folgen, was der Duden jemand vorgegeben hat, kommt von in tune, von im Einklang. Wo bist du im Einklang? In deinem Herzen natürlich. Das ist der größte Schwingungsgeber. Und darum sagt man, es gibt ja tausende Bezeichnungen, hör auf dein Herz, gebrochenes Herz, alles Mögliche, den Weg des Herzens oder was auch immer du möchtest. In allen Sprachen auf der Welt. Und ich denke mir halt, dass Jesus zum Beispiel wird im Herz dargestellt, nicht im Hirn. Also ein bisschen in Christentum reingehen. Ist ja auch interessant, warum denn das? Und in allen Religionen, kannst du sagen, hat das Herz eine ganz besondere Bedeutung. Und ich sehe jetzt halt, ja, dass das Herz ist dieser Kommunikator zwischen den Menschen und das Hirn trennt uns halt einfach. Und
Ja, ich kann jetzt natürlich medizinisch messen, wie es deinem Hirn, deinem Herz geht. Und ich kann natürlich dann noch weitere Sachen machen, wie jetzt das mit Klang und mit Licht und mit den Wasserkristallen. Und da hat es eben angefangen, um das vielleicht abzuschließen. Ich hatte das Problem, die Leute kamen zu mir, zahlen ein paar hundert Euro, dass ich da mehrere Stunden im Kältelabor sitze und mir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes den Hintern abfriere und untersuche das Wasser, vor dem du eine Stunde gebetet hast. Hast du satt in einem Korsett von Regeln und Abhängigkeiten paralysiert zu sein vor Zweifeln oder Sinnlosigkeit, keinen Ausweg zu sehen, in deinem Job abgestumpft vor dich hinzudümpeln oder abzurackern, zu glauben, dass mit dir was falsch ist oder einfach in der Konformitätssuppe mitzustimmen, sprich dein Leben mit Abwarten zu verplempern? Wenn das so ist, bist du genau richtig beim Kurs Die Kunst des Erschaffens. Geht es genau darum, aus deiner Trance aufzuwachen und dir ohne Zweifel zu offenbaren, welch unglaublich kreativer Geist in dir steckt, dich mit deiner einzigartigen Intuition wieder zu verbinden und dir kraftvolle kreative Werkzeuge zu geben, die dich ermächtigen, dein Leben unabhängig von den Umständen so zu gestalten, wie du es liebst. Große Worte, ja, aber nicht annähernd umschreibend, was wirklich in dir steckt und möglich ist. Melde dich jetzt hier an und lass dich kreativ aus deinen Socken hauen und wach überrascht zu dir auf. Oder meditiert hast oder was immer du gemacht hast. Und bei manchen habe ich unglaubliche Bilder bekommen und bei manchen nicht. Unter Mikroskop. Und dann will ich ja nicht sagen, ja, du bist jetzt ein super Kerl, du bist wirklich spirituell schon ganz weit, kriegst schon 50.000 Bovis oder keine Ahnung, drei schwarze Gürtel oder sonst irgendwas, irgendeine Werteskala. Und zum anderen tut mir leid, du bist noch ganz am Anfang oder Ja. ich wollte es verstehen. Und das Schöne ist, wenn du lachst und ich messe deine Herzratenvariabilität, dann sehe ich, wie die explodiert. Und jetzt sehe ich, habe ich vorher versucht, ich möchte das Wasser verändern, meine Intention, Intention, Inspannung, da ändert sich gar nichts. In dem Moment, wo ich attentiv werde, aus der Spannung, Attention, in die Wahrnehmung, in die Achtsamkeit gehe, Achtsamkeit, da ist die liegende Acht drinnen. Und die Acht in der Schwingungstheorie kannst du sagen, ist eine geschwingende Saite, die mit allem reagieren kann. Wie eine Gitarrensaite, wie ein Monochord. Das heißt, die kann auf den Wind, der drüber bläst, schwingen, der da auf das Monochord klopft, der sie anzupft. Ist natürlich grob, so eine Saite, aber das Wassermolekül kann auf alles reagieren. Und ja, das ist halt das Spannende. Und ich konnte nicht von jedem Wasserkristalle machen. Und dann bin ich drüber gestolpert über die Idee, dass du eben aus der Herzschwingung Wasserkristalle machst. Das heißt, ich schließe dich einfach an, ganz egal, wie heilig oder scheinheilig du oder ich bin, ganz egal. Mein Ansatz ist der, jeder Mensch hat ein schönes Herz. Das klingt jetzt wieder so esoterisch. Ich sage, jeder, der schlimmste Diktator hat ein schönes Herz. Der hat 40 Zentimeter weiter oben eine vollkommene Verblödung. Aber sein Herz ist immer noch das Zentrum des Lebens. Und das Herz versucht einfach, kannst sagen, diesem Idioten zu folgen. Es wertet nicht. Es versucht halt, das Beste zu machen. Das ist eigentlich genau das, was jede spirituelle Lehre Was ist aufzeigt, oder? Liebe ist nicht bedingt, oder? Das ist ja, ganz genau. Er ist bedingungslos, bedingungslos. unabhängig Ja, ganz von, genau. was du glaubst, denkst, was du vorhast. Es ist einfach da, ja, und folgt dir Ganz, und umgibt dich. ganz genau, weil sonst wird das Herz jetzt sagen, ja, bei dem Idioten schlage ich dir nicht weiter. Ganz genau. Und jetzt ist eben so, wenn du jetzt die Herzschwingung nimmst und die, das Herz ist für mich, wir Menschlein sind ja Produkte dieser Erde. Wenn du eine Faust machst und du zitterst vor Wut oder Kälte, ja, und ich nehme jetzt hier einen Bleistift her, ein Blatt Papier und fange an zu zittern und mit dem Piezometer messe ich die Schwingung, kannst du messen, also nur, dass man sich das vorstellen kann. Dann schwinge ich 8 bis 12 Mal, 8 bis 14 Mal in der Sekunde. 8 bis 14 Mal. Wenn du jetzt ein Skalpell nimmst und den Muskel rausschneidest und in eine Petrischale reinlegst, dann zucken die einzelnen Muskelzellen noch weiter mit 8 bis 14 Hertz. Jetzt ist das Interessante, Mutter Erde schwingt in der Schumann-Frequenz circa mit 8 bis 14 Hertz im ersten Level. Da gibt es verschiedene Level der Schumann-Frequenz. Das heißt, Mutter Erde ist wie eine Stimmgabel, die schwingt. Und deine Muskelzellen sind wie Stimmgabel Nummer 2. Habe ich hier? Stimmgabel. Das heißt, Emot hat immer bei seinen Vorträgen zwei Stimmgabeln gehabt. Du schlägst eine an und die zweite
Man hört es leider nicht, wo ist das Mikrofon? Die schwingt von selber mit. Soll jeder, der, das ist Schwingung und Resonanz. Und das ist für mich das wichtigste Prinzip auf diesem Planeten. Damit basiert Leben. Sonne schwingt, Infrarot schwingt, Wassermoleküle werden kohärent, pH-Wert ändert sich auf zellulärer Ebene. Ich generiere Strom. Wird heute in der Wissenschaft noch vollkommen ignoriert, was in Russland schon geforscht wird. Und das heißt, dieses Resonanzprinzip ist eigentlich dieses Prinzip, etwas schwingt und die andere Schwingung will mitschwingen. Und wir Menschlein sind ja Produkte dieses Planeten. Das heißt, alle unsere Zellen schwingen ja mit der Mutter Erde. Aber unser Hauptschwingungsgeber, auch natürlich das Hirn und die Ohrläppchen, alles schwingt natürlich. Aber am meisten schwingt das Herz. Und das hat das größte elektromagnetische Feld. Das heißt, kannst du sagen, das ist der Dirigent von unserem Schwingungskomplex. Wie ein Orchester. Ein Orchester ist ja auch ein Schwingungskomplex. Der Geiger, der, keine Ahnung, der die Oboe anspielt. Alle schwingen sie. Eine Frage. Aber wie, wenn es der größte oder stärkste Schwingungsgeber ist, wie kann das Hirn das trotzdem übersteuern, oder? Ich würde sagen, das Hirn ist das Interessante. Das Hirn für mich, ich meine, mit der Zirbeldrüse kenne ich mich noch zu wenig aus. Das weiß ich nicht. Da gibt es vieles, da gibt es auch viele, wie heißt das, Literatur drüber. Kann ich nur nachplappern, weiß ich nicht. Ich sehe halt, natürlich kannst du sagen, ist das Hirn von der Evolution das höchst entwickelte, sagen wir mal so. Das Letzte, was rausgekommen ist. So wie, kannst du dir vorstellen, das ist der neueste Mercedes. Aber der hat die meisten Kinderkrankheiten. Also, wenn du ein niegelnagelneues Auto kaufst, kannst du es nach 3 Wochen wieder in die Garage fahren, weil irgendwo leuchten die Lampen. Und wenn du einen Golf hast, der 15 Jahre alt ist, der läuft einfach, bis der läuft. Also, jetzt einfach mal so ganz einfach gesprochen. Das heißt, man kann sagen, natürlich von der Evolution ist vielleicht das Hirn am meisten entwickelt bei uns Menschen. Keine Ahnung, ein Hund, eine Katze hat vielleicht nicht so ein Hirn, wie wir haben. Aber sie haben beide ein Herz. Aber von der Lebendigkeit ist das Herz, würde ich sagen, wie soll man sagen, der Hauptkomponente. Und jetzt ist eben das Interessante, was so spannend ist. Ich habe vorhin von der Herzratenvariabilität gesprochen. Das heißt, der Mensch, das Herzschlag variiert. In dem Moment, wo du anfängst zu denken, nimmt die Variabilität ab. Das kann ich mitmachen. Wenn ich live jemand anschließe, sehe ich sofort, wie das abnimmt. Und in dem Moment, wo du in die Gegenwart kommst, ins Jetzt, also vom Hirn wegkommst, nimmt die Variabilität zu, wird sie größer. Das ist das Spannende. Und ich sehe, in dem Moment, wo du 100% präsent bist, denkst du nicht. Du kannst eigentlich gar nicht denken und 100% präsent sein. Du kannst ganz schnell wechseln. Auch die anderen Sinnesorgane. Wissenschaftler haben scheinbar festgestellt, dass das Ohr in der Sekunde 200.000 Signale unterscheiden kann. Ich weiß nicht, wie sie es festgestellt haben, das habe ich mal gehört bei so einem Vortrag. Das einfach mal als gegeben. Und wenn du jetzt was hörst, du bist ganz still im Raum und hörst, und wenn du wirklich deine ganze Aufmerksamkeit aufs Hören legst, ohne zu werten, dass das draußen ist, der Wind oder drüben der Nachbar am Rasenmähen, sondern du bist einfach nur am Hören, dann ist der Kopf total still. Dann bist du total im Jetzt. Was heißt das? Sich die Wahrheit nehmen. Und die Wahrnehmung machst du mit deinen Sinnen. Sehen, schmecken, riechen, hören. Aber von allen unseren Sinnesorganen ist wahrscheinlich das Ohr das talentierteste. Kann ich auch im Detail erklären, wenn du möchtest. Aber das ist so. Und das Interessante ist, nachdem sich die befruchtete Eizelle teilt, das Erste, was entsteht, ist das Herz und das Zweite ist das Ohr. Und danach kommen erst alle anderen hübschen Dinge. Kann ich auch nur nachplappern, weil das steht halt in Medizinbüchern. Aber ich habe es ja selber noch nicht untersucht in der Form. Und ja, und deshalb diese ganze Schwingungsgeschichte ist einfach so, dass das Wasser regiert auf Schwingung. Das Wasser regiert sicher auch aufs Hirn und auf die Zirbeldrüse und ich weiß nicht was alles. Ich konnte einfach sehen, wenn ich deine Herzschwingung nehme, was ich mache, ich nehme die Herzschwingung ab, wie beim EKG, übersetze die in den Klang und bespiele dann das Wasser mit deiner Herzklängen, bekomme ich unglaubliche Kristalle. Und so habe ich einfach angefangen, dieser ganzen neuen Arbeit, die ich heute mache. Schon ganz schön abgefahren, ja. Ja, das war halt und ich liebe halt Herzratenmodalität, weil das so spannend ist, das anzuschauen. Und der Emoto hat dann meine Arbeit sehr unterstützt und hat gesagt, das muss raus, das wird früher oder später
weltweit von Ärzten und Therapeuten verschrieben. Und jetzt bin ich schon wenn Indien hat gerade ein System bestellt, bin ich in 30 Ländern, noch nicht in Mexiko, mit Menschen, die mit meiner Technologie arbeiten. Also das ist die Technologie der Herzschwingung in Klang und Licht umwandeln. Und der Emoto hat gesagt, ja, das muss raus. Und ich habe mir gedacht, das interessiert sich ja kein Mensch. Und jetzt renne ich von einem Vortrag zum anderen, komme gerade aus London zurück, war davor in Indien und jetzt ist eine Frau aus Dubai angeflogen, weil sie damit arbeiten möchte. Und ja, das ist einfach, ist sehr, sehr schön. Und um das noch nachzuvollziehen, also da kommt jemand, du schließt ihn oder sie an und er oder sie sieht dann und hört seine Herzschwingung. Genau. Und dann machst du Kristalle von dieser, und was passiert dann mit den Kristallen? Ist das dann etwas, was dann derjenige mitnimmt als Wasser Nein, oder? nein, nein, das mache Das ist ich jetzt gar einfach, ah, nicht. das ist einfach, Das ist dass du nicht, nein, das. das habe ich einfach eine Zeit lang gemacht. Ah, Jetzt mache ich okay. nicht mit jedem Ja. Wasserkristalle, weil sonst würde ich ja erfrieren. Aber das war einfach der Ansatz damals, mein Verständnis. Jetzt mache ich heute immer noch. Also Menschen machen ihre Herzklänge und ich mache dann Wasserkristalle, aber das mache ich nicht so oft, weil das ein Wahnsinnsaufwand ist. Aber es ist genauso, wie du sagst. Das heißt, ich nehme vielleicht ganz kurz ein ganz wichtiges Verständnis, wenn ich ganz kurz meinen Bildschirm teilen darf. Bitte, Dann, ja. ja, dann, das ist vielleicht, weil wir heute reden wir mal ganz locker über so viele Bereiche. Ja. Man sieht hoffentlich meinen Bildschirm hier. Ja, Kann, genau, ja. Sichtbar, genau, ja. genau, super. Mal ganz, also was ich eben mache, also das ist das Buch von Emoto, vielleicht für alle am Ja. Anfang, das ist jetzt von Water, das ist eben in so viele Sprachen übersetzt. Und dank diesem Mann, dem habe ich wirklich, wirklich, wirklich viel zu verdanken. Er war wie ein Vater für mich. Wir haben natürlich gestritten wie Hund und Katz. Ist natürlich Sohn und Vater. Also er ist natürlich nicht mein biologischer Vater, Ja. aber wir haben uns sehr viel, wie heißt das, inspiriert gegenseitig und sehr viele schöne Gespräche. Er war ein sehr, sehr feinfühliger, ganz interessanter Mensch, der aber auch gern in seiner Freizeit ein Bierchen zu viel getrunken hat und eine Packung zu viel geraucht hat. Also war auch, sagen wir so, hatte seine Schwächen und seine Stärken, wie wir Ja. alle, aber war sehr, sehr feinfühlig und ich durfte sehr viel von ihm lernen. Das ist die Methode, wie man die Wasserkristalle macht, Ja. einfriert im Auflicht, Hellfeldmikroskop, die Spitze hier untersucht und dann diese Schneeflocken da eben sieht. Und jetzt ist es so, das heißt, für mich ist dieser Wasserkristall ist wie eine Stimmgabel. Das heißt, das Wasser friert so ein und auf der Spitze von diesem Eis entsteht wie eine Nadel und da liegt horizontal eine Schneeflocke drauf. Das ist wie eine Stimmgabel. Und jetzt ist das Interessante, ich tue mal ein bisschen weiter scrollen, weil ich habe so, wir können Stunden sprechen, wenn du möchtest, aber mal Ja. ganz, habe ich vorher gezeigt. Du nimmst eine Stimmgabel, du schlägst sie an Genau. und die zweite Stimmgabel schwingt mit. Und für mich ist das das wichtigste Prinzip auf dieser Erde. Das ist das Prinzip des Lebens. Damit änderst du den pH-Wert, damit kommunizierst du mit deiner Partnerin. Das ist einfach die Grundlage. Und jetzt ist das Interessante, wenn du diese Stimmgabel anschwingst, dann schwingt die zweite eben mit. Aber es geht noch weiter. Wenn du die anschlägst, dann schwingt eine andere, die genau im ersten Oberton ist, auch mit. Das heißt, was heißt das? Wenn ich jetzt hier habe ich eine Grafik. Hier habe ich eine Seite. Also vielleicht kann ich kann das mal, mach das kurz mal weg. Hier hast du eine, das ist ein EKG-Kabel, aber so nennen wir das ist eine Saite, eine Gitarrenseite. Und die schwingt. Vielleicht hörst du was. Ja, ich bin Kaum, nicht ganz. kaum, aber Genau, jetzt ja. müssen wir Instrumente schnell holen. Ich habe ja Ja. viele Instrumente. Die schwingt, weil es Ja. jeder Geigenseite, Gitarrenseite schwingt. Ja. Ich höre irgendeinen Ton. Wenn ich jetzt in derselben Spannung die Saite halbiere, das heißt den Finger hier drauf drücke, dann schwingt die doppelt so schnell. Ich höre die erste Oktave. Und wenn ich die wieder halbiere, also jetzt ein Viertel vom Ursprung, dann schwingt die wieder doppelt so schnell. Das heißt, ich gehe wieder zurück zu meinen Bildern hier. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Saite habe, sagen wir den Ton C, das schwingt 256 Mal auf und ab. Okay, einfach einen Ton, dann habe ich gestimmt. Ganz egal, welcher Ton. Und wenn ich jetzt meinen Finger hier in der Mitte drauf, siehst du meine Maus? Siehst du die? Sehen wir, ja. Wenn ich meinen Finger hier drauf gebe, genau in der Mitte, und diese verbleibende halbe Saite anzupfe, dann schwingt die genau doppelt so schnell. Ich höre genau die Oktave. Du siehst hier, der Pfeil geht hier auf das C. Und dieser Pfeil geht hier auf das nächste C.
Okay, Okay. ja, Wenn ich gleich andere diese Farbe. Seite hier nehme und ich halbiere sie wieder, ich drücke den Finger jetzt hier drauf, diese verbleibende Seite schwingt wieder doppelt so schnell. Also erst 256, 512 und die schwingt jetzt schon 1024 und ich bin beim nächsten C. Und welches Symbol der Unendlichkeit kennen wir aus der Mathematik? Was ist Symbol der Unendlichkeit? Die acht, ja. Die liegende 8. Ja. Infinity, die liegende 8. Und das Wort achtsam, habe ich mich gefragt, vielleicht spinnt er jetzt wieder, aber ist egal. Das Wort achtsam heißt ja nicht neunsam sein oder siebensein sein oder fünffach, sondern achtsam. Da hast du die 8. Und in dem Moment, wo du achtsam bist, kannst du mit allem schwingen. Mit dir, mit deinen Nachbarinnen, mit deinem Hund und mit deinem Wasser. Du gehst in Resonanz viel mehr. Und jetzt, das heißt, jetzt ist das Interessante, und für alle, die diesen Podcast hören, probiert es das zu Hause aus. Nehmt ein Klavier, vielleicht hat ihr irgendjemand noch ein Klavier mit Saiten, macht den Deckel auf, drückt es auf das Pedal, damit die Dämpfer nicht auf die Saiten drücken, damit alle Saiten frei schwingen können. Ein Klavier hat ein Pedal unten. Ja? Und da drückst du jetzt drauf, das heißt, alle Saiten liegen frei. Und jetzt schlägst du von mir aus das C ganz fest an und du gehst mit dem Fingernagel über alle Saiten. Du berührst mit deinem Fingernagel die Saiten, dann wirst du sehen, das nächste C rattert an deinem Fingernagel. Und das übernächste C rattert auch an deinem Fingernagel. Und das überübernächste C auch. Das geht eigentlich bis in die Unendlichkeit. Natürlich wird es immer feiner, weil die Saiten kleiner werden. Aber das ist das Prinzip. Also du schlägst einen Ton an und alle Töne schwingen mit. Und das ist, kannst du sagen, ist das Wichtigste, also erstmal das wichtigste Phänomen in der Natur ist dieses Resonanz. Du hast die wunderschöne Frau gesehen. Ihr seid Resonanz und habt jetzt ein schönes Leben zusammen. Ja, das ist mal eine Komponente. Jetzt ist aber das Interessante, wenn ich den Buchstaben A, ich schreibe den mal hier ganz groß und hier ganz klein hin, ja, liest du mehr A, weil der groß ist? Also kriegst du mehr Informationen nur, weil der groß ist, oder kriegst du gleiche Informationen? Gleiche Informationen, Ja, ja. ganz genau, solange du es lesen kannst. Das heißt, die Information, kannst du sagen, ist größenunabhängig. Wenn du ein kleines Foto siehst von deiner Oma oder ein großes Foto oder wenn du ein kleines A siehst, du liest ja nicht mehr A, nur weil es riesengroß ist. Okay. Das heißt, auf gut Deutsch, ich kann eine Schwingung übersetzen. Was mache ich? Ich gehe jetzt her, ich teile wieder meinen Bildschirm, die Stimmgabel C und jede Oktave schwingt mit. Okay? Die schwingen alle von selber mit, alle Saiten. Jetzt, das haben wir mit der Muskelzelle gesehen. Hier zum Beispiel, das ist vom Fraunhofer-Institut. Du siehst, wie die zucken. Siehst du das? Wie die Ja, sehen wir ja. Mutter Erde schwingt, Muskelzellen schwingen mit. Und Russen haben es festgestellt, auch ein Amerikaner, der heißt Jared Pollack, dass der pH-Wert sich ändert. Also das kann ich nachher im Detail erklären. Ich will jetzt nicht zu weit, aber das ist sensationell. Das heißt, Schwingung generiert Strom. Die H2O-Moleküle werden kohärent, der Ladungsgrad ändert sich. Jetzt geht es weiter. Jetzt nehme ich, das ist jetzt eben mein Prinzip, vom Klang zur Farbe oder von der Herzschwingung zum Klang. Wir haben vorhin von etwas gesprochen, das ist die Herzratenvariabilität. Wo ist denn das? Habe ich irgendwo ein Bild? Da muss ich schauen. Irgendwo habe ich ein Bild. Okay, machen wir nachher. Wir messen im autonomen Nervensystem Sympathikus und Parasympathikus, also alle, die hier jetzt zuhören, vielleicht die meisten wissen noch nicht, was Sympathikus, Parasympathikus ist. Wir haben sozusagen zwei Antagonisten, das sind sozusagen zwei Gegenspieler. Der Sympathikus ist, wenn du aktiv bist, wenn du kämpfst, wenn du denkst, wenn du einatmest, wenn du Kohlenhydrate aufoxidierst, wenn du deinen Akku leer fährst, wenn du am Machen bist, ja? In der Aktion. Das ist, kannst du sagen, ist der Sympathikus. Und der Parasympathikus ist dort, wo du loslässt, wo du schlafen solltest, wo du regenerierst, wo du auflädst, wo du variabel wirst. Genau. Und beide zusammen sind in einem bestimmten Frequenzbereich, hat die Medizin festgestellt. Das kommt nicht von mir. Das ist hier von 0 bis 0,4 Hertz. Schwingt dieser Sympathikus und dieser Parasympathikus. Sympathikus näher bei 0 und Parasympathikus näher bei 0,4 Hertz. Das schule ich Therapeuten, die damit arbeiten wollen. Das ist eine Schwingung, so wie eine Gitarrensaite schwingt oder meine Stimmgabel hier schwingt. Und jetzt musst du dir vorstellen, ich nehme jetzt diesen Parasympathikus, der schwingt,
Den nenne ich hier, das ist der Parasympathikus. Und jetzt übersetze ich den hoch, 0,4, 0,8, 1,6, immer weiter rauf. Und irgendeine Stimmgabel weiter oben wird sagen, hey, ich bin ja genau derselbe. Das heißt, Herz schwingt und jetzt der Ton A schwingt auch. Ich muss es natürlich berechnen. Weil die Stimmgabel ist, die Schwingung hier ist viel zu schwach, dass der jetzt anfängt zu schwingen. Ich muss das natürlich amplifizieren eigentlich und hochrechnen. Und jetzt sagst du, dein Herz schwingt und irgendeine, wie heißt das, ein Ton wird sagen, hey, ich bin ja genau derselbe, nur viele Oktaven höher. Und auf Deutsch heißt es ja Klang, Farbe. Das heißt, Klang und Farbe ist wie Brüderchen und Schwesterchen. Das heißt, wenn du den Ton C anspielst, leuchtet die Lampe grün. Warum? Weil wenn ich, das ist meine Berechnung, ich kann das jetzt nicht im Detail erklären, da bräuchten wir einen extra Abend dafür, aber ich oktaviere das hoch, Oktaven, ich gehe hier im Quintenzirkel weiter, komme auf natürliche Frequenz, wie zum Beispiel 432 Hertz für den Ton A. Die Quersumme ist immer die Zahl 9, Tesla, alles Tesla-Zahlen 9. Das heißt, wenn du irgendeine Zahl miteinander zusammenrechnest, kommt die Zahl 9 raus, können wir ja mal probieren. 2 plus 4 ist 6. Plus 3 ist 9, 9 plus 7 ist 16, plus 2 ist 18, 8 plus 1 ist 9, 1 plus 5, 15, 15, 16, 17, 18 ist 9. Das können wir hier mit jeder Zahl machen, bis in Trilliarden her, ein bisschen Endlichkeit hinauf. Das heißt, das ist meine Berechnung. Und wenn ich jetzt hier anfange, vom Zahl hier 1, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, bis in Trillionen Hertz hinauf, dividierst durch die Lichtgeschwindigkeit, berechne ich die Wellenlänge und sehe, die Zahl 1 ist grün. Ja? Und was ist, welche Farbe hatte das erste Leben auf diesem Planeten? Frage an dich. Die richtige Antwort scheint grün zu sein. Es waren doch die Pflanzen, das ist die Photosynthese. Pflanze, Genau. Und welche Farbe hat das Herzchakra? Will ich jetzt nicht testen, jetzt wie so ein Gescheiter. ja, grün, ne? Ist grün. Ja, ist grün. Das heißt, das erste Chakra ist das Herz. Das ist eine falsche Nummerierung, 1 bis 7. In Wirklichkeit geht das so. 1, 2, 3, das läuft in der Spirale. Musste ich selber ausrechnen, weil es in Büchern falsch drinsteht. Und das ist auch so, wie sich der Embryo dann entwickelt, oder? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht. Gute Frage. Müsste man nachher, das ist eine sehr gute Frage. Weiß ich nicht, habe ich mir nicht überlegt. Genau. Und auf jeden Fall übersetze ich jetzt diese Herzschwingung in Klang und Farblicht. Das heißt, ich schließe das EKG an, übersetze deine Herzschwingung in Klang und in Licht und du erlebst dich in deinen eigenen Schwingungen. Das ist, was ich mache. Das ist schon absolut, absolut faszinierend. Und also das, was ich mal so vernommen habe, jedes der Chakren hat eine bestimmte Frequenz oder entspricht auch einem Ton. Aber wenn du jetzt von Herz, also wenn du jetzt, also ich bin gespannt, wie sich das danach anhört. Ich habe ein Video gesehen, wo du das, deswegen habe ich einen kleinen Vorgeschmack schon, aber kommt da eine Melodie heraus? Genau, weil jetzt bist du ja kein Roboter. Deine Frequenz ist variabel. Das heißt, dein Herzschlag ändert sich ständig. Durch deine Atmung, durch deine Gedanken, durch was du isst, durch alles. Du bist ein offenes System. Wärst du kein offenes System, hättest du immer denselben Herzschlag. Du bist variabel. Und das heißt, du spielst ständig neue Töne an. Das ist ja das Tolle. Es kommen dauernd neue Frequenzen aus dir raus. Und jetzt ist es ja wie Spieglein, Spieglein an der Wand, zwei Stimmgabeln. Ich nehme deine Herzfrequenz, nehme sie hoch, spiegel sie im Klang wieder und im Licht. Und du erlebst dich in deinen eigenen Schwingungen. Weil mein Ansatz ist der, es gibt nichts Schöneres und Besseres im ganzen Universum als du. Es klingt jetzt vielleicht, wow. Jedes Lebewesen ist einzigartig schön. Ja? Und du musst dich ja selber heilen. Kein Arzt der Welt wird dich je heilen. Ein guter Arzt wird dir helfen, gibt dir gute Medikamente, schaut, wo ich das Problem du hast. Aber auf zellulärer Ebene musst du dich selber heilen. Ja, natürlich hilft dir ein Arzt. Es gibt so einen schönen Satz: Der Lehrer und der Schüler zusammen gehen sie den Weg der Lehre. Aber du kannst auch sagen: Der Arzt oder der Therapeut und der Patient zusammen gehen sie den Weg der Heilung.
Aber auf zellulärer Ebene. Und du machst jede Sekunde bis zu 40 Millionen Körperzellen. In einer Sekunde hast du gerade jetzt gemacht. 40 Millionen. Wie hast du das Sprengt gemacht? jede Der denkt, Verstandesvorstellung, ja. du weißt ja nicht, wie du es gemacht hast. Aber je mehr du in der Angst bist, das heißt, die Angst essen Seelen auf, je mehr du im Stress bist, je mehr du vielleicht jetzt negativen Schwingungen ausgesetzt bist, desto mehr negativen Einfluss wirst du haben. Und je mehr positive Sachen du umgibst, desto mehr, wie heißt das, machst du positive Sachen im Leben. Ich habe zum Beispiel vor 3 Jahren den Fernseher rausgeschmissen. Es kommt nur Müll aus dieser Kiste. Und ich habe keine Lust mehr, diesen Müll mehr auszusetzen. Auch keinen mehr. Ich will es einfach nicht mehr. Ich gehe lieber in den Wald. Ich habe jetzt, seitdem ich, früher habe ich stundenlang Fernsehen geschaut, eine Nachricht nach dem anderen. Heute habe ich keinen Fernseher mehr und ich habe viel weniger Zeit, weil es gibt so viel Schönes zu machen. Und wenn man sich ständig mit negativen Sachen umgibt, das färbt einfach auf dich ab, weil du kannst dich dem ja nicht entziehen. Wenn du dich ständig mit schönen Sachen umgibst, ist es einfach wunderschön, ist schön. Du stehst am Morgen auf und denkst dir, wow, was kann ich alles Tolles heute machen? Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema, müssen wir anders kurz machen. Aber wie heißt das? Mein Ansatz ist der, es gibt nichts Schöneres im ganzen Universum als die Lebendigkeit des Menschen, der mir gegenüber sitzt. Und die möchte ich diesen Menschen erlebbar machen. Ganz egal, ob der Krebs im Endstadium hat, ob der depressiv ist, ob er 20 jung, kräftig und sexy ist. Wurscht, jeder hat ein Herz, das schlägt, das ihn am Leben erhält und das das Beste für dich macht. Ganz egal, wer du bist. Und jetzt ist das in dem Moment, wo du in die Gegenwart kommst, kannst sagen, wo du die Verbindung von oben nach unten machst, weil der Kopf ist immer in der Horizontalen. Gestern warst du hier. Die Materie ist immer in der horizontalen Bewegung. Der kleine Eichelsamen, kleine Buchensamen braucht viele Jahre, bis es ein großer Baum ist. Dein Kopf, am Anfang warst du ein kleines Kind, konntest kaum was sagen und jetzt nach 40, 50 Jahren kannst du vielleicht schon Sokrates zitieren und 5 Sprachen sprechen. Das braucht Zeit. Materie braucht Zeit. Aber in die Gegenwart kommen braucht keine Zeit. Und in dem Moment, das ist eigentlich das Symbol des Christentums, ist die horizontale Achse des Denkens und die Vertikalität vom Sein und die Bewusstwerdung ist, wenn du genau in der Mitte bist. Das ist sozusagen ein heiliges Symbol, uralt, hat nichts mit Christentum zu tun, ist viel, viel älter. Aber das ist es mal. Und in dem Moment, und wo bist du in der Mitte? Das ist dein Herz. Das ist der Hauptschwingungsgeber. Und darum sehe ich, die Heilung muss vom Herzen kommen. Das ist der Hauptheiler. Ich sage, ich heile keinen Menschen der Welt. Ich weiß nicht, was Heilung ist. Sag ich wirklich, weiß ich nicht. Ich kann mir selber kaum helfen. Aber mein Ansatz ist der, ich möchte deine Herzschwingung nehmen und ich möchte sie dir widerspiegeln in einem Schwingungsbereich, den du verstehst, den deine Katze versteht, deine Tiere überall verstehen. Und das ist Klang und das ist Licht. Das verstehen wir alle. Und das ist, wenn du möchtest, können wir jetzt machen. Dann unterbrechen wir vielleicht. Bitte, ja, Dann gerne, schließe ja. ich jetzt meinen Sohnemann an. Ich muss ganz Ja, kurz. lass uns das machen. Und dann Aber machen wir. das, was ich jetzt, was mir gerade noch durch den Kopf geht, geht eigentlich darum, Kohärenz zwischen Hirn und Herz herzustellen. Genau. Und für mich ist eben diese Kohärenz natürlich, von dem sprechen sehr, sehr viele Menschen. Aber diese Kohärenz, der Dirigent ist das Herz, nicht das Hirn. Weil mit dem Herz gehst du in diese ganz, kannst du sagen, dadurch kommunizierst du viel stärker mit deinem Umfeld. Das Hirn verarbeitet, da bist du am Denken, am Materialisieren, baust einen interessanten Computer, was auch immer du machst. Aber nach außen, diese Lebendigkeit, denke ich mir, ist der Hauptschwingungsgeber, ist das Herz. Und wir sind ja Kinder dieser Welt. Und wenn du in die Heilung gehen willst, ist das Herz ganz wichtig. Und das Interessante ist, jede Mama auf der Welt, jede, musst du mal beobachten, wenn ihr Kind krank ist, was macht die Mama? Sie nimmt das Kind, legt sich's ans Herz und fängt an zu summen. Du hast auch Kinder, oder? Weiß nicht, hast du Kinder? Ich habe noch keine Kinder, ne. Du hast keine Kinder. Okay, dann hast du Ja. es vielleicht noch nicht gesehen. Musst du es mal sehen. Ich bin Vater von 5 Kinderlein und wie Ja. heißt das? Das musst du dir wirklich anschauen. Die Mutter nimmt das Kind, wenn es krank ist, Fieber hat, schlecht ist, legt sie es ans Herz und fängt an zu summen. Ja. Ja? Das siehst du auf der ganzen Welt.
Und du kannst sagen, im Grunde genommen ist es die älteste Form der Therapie. Das ist Musiktherapie vom Ursprung. Und es summt, die Mutter fängt an zu summen und versucht dem Kind diesen Komfort zu bieten. Und das ist eigentlich, was ich versuche mit meiner Arbeit. Ich versuche jetzt nicht zu summen oder so, sondern ich nehme deine Herzschwingung und spiegel sie dir wieder. Oder ich habe hier, das ist mein System, ich schließe dich an mit deiner Frau oder mit deiner Partnerin oder deinem Kind oder deiner Oma, nimm von beiden Menschen die Herzschwingung, übersetzt die beide in Klang und ihr beide müsst förmlich kohärent werden. Weil das Interessante ist, vielleicht auch für die Zuhörer, man kann sich Schwingung nicht entziehen. Ich erkläre es immer so, wenn du im Meer stehst bis zur Brust im Wasser und die Wellen rollen an Land, da kannst du nicht sagen, mir ist das wurscht. Die Wellen werden dich hin und her bewegen, bis du kohärent bist. Das heißt, deine Schwingung mit dem Schwingung des Meeres. Dasselbe ist in der Musik. Wenn jetzt mein Töchterlein oder mein Sohn, keine Ahnung, jetzt Technomusik starten würde, dann könnte ich nicht sagen, das ist mir wurscht. Ich müsste sofort versuchen, kohärent zu werden. Das heißt, wenn du einer Schwingung ausgesetzt bist, hast du immer drei Möglichkeiten. Akzeptiere sie, dann schwingst du mit. Verlasse sie, also wegrennen, wenn die Musik nicht, also wenn du jetzt diese fürchterlichen Nachrichten nicht mehr sehen willst. Oder verändere sie, schalt ab. Du kannst aber nicht sagen, wenn der Fernseher hier plärrt und dauernd Lügen uns voll labert mit Lügen, 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 kannst nicht sagen, ich stehe drüber. Weil du musst mit dem kohärent werden. Früher oder später plapperst du genau diesen Mist nach. Mit größter Inbrunst. Das nennt sich. Hier wäre noch eine Frage. Weil ich bin ja auch Schwingungsgeber. Ist das nicht eine Frage, nach was man sich ausrichtet, wo man denn, welche Schwingungsquelle stärker ist sozusagen? Also wäre das nicht im Prinzip auch denkbar, dass also ich spreche jetzt nicht von mir, aber die Schwingung von jemand, der erleuchtet ist oder ein weiser Mann oder so, da ist egal, wo du den hinstellst, ja, vor die Klotze oder sonst irgendwas, dass dieser Schwingungsgeber ist stärker wie das, was ihn umgibt und gibt sozusagen den Impuls vor, an dem sich dann das Umfeld anfängt zu kalibrieren und orientieren. Das ist eine der besten Fragen, die ich jetzt in den letzten langen, langen Zeit gehört habe. Super. Ich würde sagen, kann gut sein. Aber die Sache ist die, wenn du jetzt einen CD-Player hast, der jetzt 24 Stunden Technomusik spielt, oder sagen wir deinen Rauchmelder, ich habe hier oben von mir halben Rauchmelder. Und ich war jetzt gerade in einem indischen Ashram und ich als Kind habe ich viel mit Sufismus, da habe ich mich schon, meinen ersten Derwisch-Tanz habe ich gemacht, da war ich 3 Jahre alt, habe ich meine Eltern mitgeschleppt. Also ich hatte schon viele, viele, viele Erfahrungen. Aber ich würde sagen, ich bin so einfach gestrickt, ich sitze am liebsten, keine Ahnung, im Wald und schaue mir, also ganz einfach. Aber wenn jetzt mein Rauchmelder hier anfängt zu pfeifen, bin ich vielleicht 5 Minuten ruhig. Nach 10 Minuten fange ich an zu zittern und nach 2 Stunden schlage ich wild um mich. Es kann vielleicht sein, dass es solche erleuchteten Menschen gibt, die jetzt da ganz drüber stehen. Aber rein physikalisch zum Verstehen, auch wenn du vielleicht wenn du übers Wasser gehen kannst, kannst du sagen, ist mir die Welle wurscht. Also habe ich noch nicht so was Komisches gesagt. Aber wenn du im Wasser stehst, das Meer, du kannst noch so erleuchtet sein, in dem Moment, wo die Welle an Land rollt, wirst du hin und her schunkeln. Also du teilst vielleicht das Meer, aber jetzt gehen wir schon zu sehr in die Esoterik. Aber das tue ich mir schwer. Das heißt, der Eckhart Tolle sagt ja auch, in einer Situation hast du drei Möglichkeiten. Verändere sie, akzeptiere sie oder verlasse sie. Sagt in seinen schönen Büchern. Und so sehe ich das mit Schwingung. Das heißt, wenn du jetzt einen CD-Player, und der CD-Player wird sich nicht ändern, außer du bist vielleicht so stark, dass du mit deinen Gedanken auf den Stopp-Taste drücken kannst oder den Strom unterbrechen oder ich weiß nicht was, dann wirst du irgendwann brechen. So wie wenn du mit dem Gleichschritt über eine Brücke läufst, irgendwann zerbricht die, das weiß man ja. Und jetzt ist halt die Frage, mit was du dich umgibst. Und wenn du dich ständig mit Müll umgibst, jetzt von der Information her, dann werden wir früher oder später brechen. Wir glauben diesen Mist. Das gibt ja, du musst eine Lüge so oft wiederholen, bis du sie glaubst. Es gibt diese Aussage, haben wir jetzt in den letzten 3 Jahren ja rauf und runter gesehen. Die Leute verteidigen sie mit ihren Schwertern, egal, obwohl du es zeigen kannst. Dasselbe war ja mit der flachen Erde. Das erkennt plötzlich einer, dass sich da die Sonne, die Monde um die Planeten kreisen.
Und die Leute holen lieber das Messer raus, als, wie heißt das mal, durchs Fernrohr selber durchzuschauen. Und das heißt jetzt, wir gehen jetzt, das war super spannend für mich, was du fragst. Aber das ist so, die Schwingung versucht sich immer einer anderen Schwingung anzupassen. Das heißt, du passt dich deiner Frau an und umgekehrt. Ihr seid beide variabel und lebendig. Aber wenn du eine Technomusik oder immer eine gleich, wenn du im Militär bist und 10 Jahre im gleichen Ritt laufst, wirst du wahrscheinlich irgendwann dem Blödsinn auch folgen. Und wenn alle Militärler, alle Soldaten Vivaldi spielen würden oder wunderschöne Musik, die würden nach ein paar Tagen würden wegwerfen und würden sagen, mit so einem Blödsinn beschäftige ich mich sicher nicht mehr. Also das ist, wir sind ja auch, ich habe einen schönen Spruch gestern gehört, du kannst tun, was du willst, aber du kannst nicht wollen, was du willst. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Ganz ein interessanter Satz. Der hat mich gestern wirklich zum Grübeln gebracht. Der hat irgendein bekannter Philosoph mal gesagt. Ich weiß nicht mehr wer. Das heißt, wenn du dich dauernd aussetzt mit irgendeiner schlechten Schwingung, vielleicht schafft das irgendein toller, erleuchteter, ich kann es nicht. Früher oder später wird der Rauchmelder mich verrückt machen. Und das ist ja auch der Sinn des Rauchmelders, dass er dich raustreibt und du schaust, was ist los im Haus. Klar. Also, aber wenn es, jetzt sind wir in so viele verschiedene Bereiche gekommen, aber ja, das ist das mit Schwingung, mit Kohärenz und, ja, aber wenn du möchtest, schließe ich jetzt kurz meinen Sohn an, machen eine Ja. kurze Pause und dann kommen sicher 1000 weitere Fragen. Ja? Ja, genau. Ja, gerne. Ja, Ich aber hoffe, dass das ja. das Interessante ist, diese Menschen versuchen ja auch, sich von negativer Schwingung fernzuhalten. Ich war jetzt gerade in einem Ashram in Indien. Ja? Wunderschön. Wenn du reinkommst, erstmal wäschst du deine Füße, dann wirst du mit Wasser besprenkelt. Du versuchst, du sagst, liest ein paar schöne Sätze, mit denen du dich beschäftigst. Du versuchst, alle deine negativen Sachen draußen zu lassen. Und ich denke mir, alle, sagen wir so, erleuchteten Menschen, der hauptsächlich Jesus war, oder andere Menschen, Buddha, Mohammed, wer auch immer wir alle schön in der Geschichte kennen, die müssen sich ja mit wunderschönen Sachen auseinandergesetzt haben. Natürlich haben die vielleicht auch einfach dieses wahnsinnige Schönheit mit sich gebracht, aber Also das ist eine gute Frage, die mich wundernimmt. Und du hast vorher Ramana Maharshi erwähnt, der war sehr lebensverändernd für mich, die Begegnung mit seiner Lehre. Aber auch er hat nachher nicht mitten in der Großstadt irgendwie gewohnt, sondern auch entschieden, irgendwo was hat er im gemacht? Er hat Ashram eigentlich zu ist leben. so in die Stille gegangen, bei ihm haben es dann scheinbar sogar die Füße angefangen zu faulen, weil der so dieses Körperliche weggelassen hat. Ich sehe das jetzt nicht als ideal, aber es ist natürlich, ich habe auch von ihm Bücher und viele, viele verschiedene Sachen gehört, Vorträge über ihn und so und Sprachen übersetzt, was man halt noch hatte. Ich sehe zum Beispiel, das Schönste ist die Stille. Der Klang wird aus der Stille geboren. Die Inspiration kommt aus der Stille. Das ist das einfach das Schöne. Einfach in der absoluten Stille zu sein. Aber in der bewussten Stille, nicht in der Stille, wenn du 3 Bier getrunken hast und nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Einfach in dieser Stille. Und ja, da wird wahrscheinlich die Schöpfung da geboren. Aber ich denke mal, wenn du dir natürlich nur mit Krach umgibst, Krach, 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 überall kracht's, also überall flimmert's und kracht's. Da müssen wir uns ja nicht wundern, dass die Menschheit verrückt wird. Also das denke ich mir, ein Naturvolk hatte, wusste noch, was eine stille Nacht ist, oder? Das ist so. Und ich sage ja auch zu dem Sound of Soul, wenn ich jemanden anschließe, jetzt haben wir hier den Tobias, vielleicht ganz kurz für alle, die hier zuhören, das ist mein Sohn Tobias, der hilft mir heute. Ich kann mich auch selber anschließen. Mein Problem ist nur, wenn ich jetzt da herumzapple und mich Elektroden, das habe ich ein paar Mal bei Vorträgen schon gemacht, aber dann haben wir mehr Artefakte drin und das ist leichter, wenn ich jemand anderen anschließe. Und ich mache jetzt mal hier das Licht aus, damit man das. Was mache ich? Ich habe den Tobias angeschlossen, ich habe Elektroden auf seinen Körper geklebt. Ich habe hier ein System, ich habe es halt Sound of Soul genannt. Was ist Soul? Was ist die Seele? Für mich ist die Seele deine Verbindung, deine Nabelschnur zur Lebendigkeit. Das ist meine einfache Erklärung der Seele. Ist auch egal, ob ich recht habe oder nicht. Wenn das Licht angeht, ich weiß es nicht. Genau, ich habe es einfach Sehr Sound of Soul. schön, ja.
Genau. Und Sound ist ja klar, ist Schwingung. Und was ich mache, ich tue jetzt kurz meinen Bildschirm freigeben. Moment, Bildschirm freigeben. Hier ist meine Software. Hier sieht man meine Software. Ich schreibe den Namen meines Sohnes hinein. Nehme Klänge. Für mich ist die, ich fange meistens mit den Harfen an. Wir können auch mit etwas ganz anderem anfangen, aber fange mit den Harfen an. Mach Start. Moment. Habe ich alles angeschlossen, richtig? Eine Sekunde. Das ist Vorführeffekt. Manchmal muss der auch sein. Naja, das ist das. Ich meine, das passt, das ist gut. Ich muss noch ein anderes Modul nehmen, weil das ist ein Testmodul. Ich muss ganz kurz was verändern. Ja, kein Problem. Ich muss noch ein anderes Modul anschließen, weil ich habe da ein Testmodul, mit dem ich herum experimentiere, muss ich ganz kurz. So. Okay, machen wir es nochmal. Ich schreibe Tobias rein. Ja. Nimm die Klänge, mach Start. Wunderbar. Und schon funktioniert es. Und hier sehen wir jetzt mal das Licht. Fangen wir mal mit dem Licht an. Das Ja. heißt, seine Herzschwingung wird jetzt ins Licht oktaviert. Ja, wenn es gelb leuchtet, spielt er gerade ein A an. Es leuchtet blau, spielt er ein D an. Leuchtet sie grün, spielt er ein C an. Leuchtet sie rot, spielt er ein G an. Das heißt, seine Herzfrequenz wird ins Licht umgerechnet. Und das interessiert mich jetzt, weil das, was ich verstanden habe, ist, dem Herz wird grün zugeordnet, aber gleichermaßen hat das Herz trotzdem alle Ja, Farbtöne, oder es, wie funktioniert das, das? wahrscheinlich hat jeder Ton alles in sich, Ah, aber okay. es ist so, ich nehme ja jetzt, dem Herz wird die Farbe grün zugeordnet, das ist richtig. Ja. Aber ich nehme ja jetzt das Frequenzspektrum des autonomen Nervensystems von 0 bis 0,4 Hertz. Okay. Und diesen Bereich nehme ich verschiedene Bereiche und oktaviere das ins Licht. Und da kommt eben eine Schwingung, sagen wir jetzt 0,3 Hertz. Und die verdopple ich. 0,3, 0,6, 1,2, 2,4, 4,8. Ja. Immer höher rauf, bis ich in den tonalen Raum komme, bis ich es höre. Wir hören ca. 20 Hertz. Und bis in ein paar Trillionen Hertz, bis ich das als Licht sehe. Das heißt, das ist die Variabilität des autonomen Nervensystems, kannst du sagen. Die Variabilität der Herzratenvariabilität. Das wird ins Licht übersetzt. Das heißt, sein Herz bestimmt, welches Licht erscheint. Okay, das ist einfach mal so die Berechnung. Und jetzt geht es weiter. Ich teile kurz meinen Bildschirm hier. Und jetzt, hier sehen wir auch schon schön die Variabilität von Tobias. Tobias hat eine wunderschöne, riesengroße Herzratenvariabilität. Er ist jetzt zwar ein bisschen müde, weil wir haben heute viel körperlich gearbeitet in unserem Haus. Aber wir sehen hier wunderschön, siehst du, die Punkte sind Okay, ja. so, das ist die Das Variabilität. sind die einzigen Herzschläge, sozusagen, Das sind eigentlich genau die Ah, nee, Herzschläge. die Variabilität zwischen den Herzschlägen. Ganz genau. Das ist, also wenn ich es genau erzählen muss, das ist sozusagen ein Herzschlagabstand zum Ja, nächsten. Ein Abstand verstanden. wird auf der X-Achse abgetragen, der zweite auf der Y-Achse und dann entsteht ein Punkt. Ja, Und dann okay. wird das parallel eins weitergeschoben. Das von der Y-Achse wird auf der X-Achse abgetragen und der dritte geht wieder auf die Y-Achse. Ja, Das verstanden. nennt sich ein Streudiagramm. Und jetzt ist so, wenn der Tobias in den Kopf geht und überlegt, was erzählt der Papa heute wieder für eine Sache, dann wird seine Variabilität nimmt ab, dann geht er zu, dann fokussiert er. Ja. Ja, du siehst, jetzt denkt er, was macht er wieder mit mir? Und du siehst, die Punkte sind sehr eng. Und ich kann Ja. nicht sagen, jetzt geht er wieder auf. Er ist natürlich jung, wahnsinnig flexibel, super Ja. Herzqualität. Ich kann aber nicht sagen, lieber Tobias, hör auf zu denken. Weil dann Ja. sagt der Denker zum Denken, hör auf zu denken. Das geht nicht. Also wenn ich sage, lieber Simon, denk nicht an einen violetten Elefant, dann ist schon aus. Da. Und jetzt ist das Problem, je mehr wir ständig im Kopf sind, desto mehr trainieren wir unser Herz in eine geringe Variabilität. Und wir erzeugen somit unsere Kulturkrankheiten. Weil wir ständig Information, Information. Ich sage jetzt nicht, Information ist schlecht, aber wir kommen überhaupt nicht mehr in die Stille. Und wir wissen heute, Todesursache Nummer eins in der westlichen Welt sind Herz-Kreislauf-Probleme, Schlaganfall, Herzinfarkt, gefolgt vom Krebs,
gefolgt von medizinischen Fehlern, gefolgt, also das ist schon Nummer drei, interessanterweise. Aber jetzt ist so, das heißt, wir trainieren uns förmlich in den Herzinfarkt durch das, dass wir ständig im Kopf sind. Wenn wir endlich mal in die Stille gehen, ins Loslassen gehen, raus in die Natur gehen, loslassen, aufhören, das deutsche Wort aufhören heißt ja auf etwas hören und beenden, dann geht die Variabilität wieder größer und größer wieder. Und jetzt heute, hier siehst du den Sympathikus von Tobias, das ist das Blaue und das Rote, er ist mehr sympathikoton als parasympathisch. Aber er hat wunderschöne große Variabilität, er ist ein junger, kräftiger Mann. Aber wenn er natürlich Jahrzehnte sich Sorgen macht, Stress, Kaffee, Sorgen, drin würde er sich immer mehr in die Depression, in den Burnout, in die Schlafstörung, was auch immer für ein Symptom du haben willst. Jeder hat seine Stärken und Schwächen, der eine kriegt das, der andere das. Aber die Heilung, interessanterweise, und das weiß man eben heute, da gibt es über 50.000 Studien, je größer deine Variabilität ist, desto besser heilst du. Desto besser nimmst du das Antibiotikum auf, desto besser funktioniert die Chemotherapie, desto besser funktioniert die Bachblüten oder das Homöopathikum. Ganz wurscht, was du machst. Desto besser kann das Vitamin C agieren, was auch immer. Und das ist jetzt mal Herzratenvariabilität. Und jetzt nehme ich die Schwingung von dem Tobias und setze sie um in Klang. Das heißt, ich nehme von mir aus die Harfe und lasse den Tobias. Schauen wir mal, ob ich das höre. Hörst du was? Ja, jetzt kommt was, ne? Also wir hören es über die Lautsprecher, glaube ich. Was du machen könntest, ist über Zoom den Sound mitteilen. Dann würden wir es, glaube ich, direkt hören. Übers. Da musst du, Moment. glaube ich, nochmal die Freigabe stoppen Okay. und dann auf, Auf Einstellung. ich glaube, dann auf, also Bildschirm teilen und dann ist es, glaube ich, auf, dann unten, genau, dann unten auf Und freigeben. Ah, Ton interessant. freigeben und dann bekommen wir direkt den Ton. Dann Und kommt es dann nicht auf mehr. Videoclip optimieren, steht da. Du wählst einfach das aus, was du gerade auch gemacht hast, aber zusätzlich klickst du unten noch den Ton mitteilen an. Das ist, glaube ich, alles. Okay, probieren wir es. Das ist ja toll, dass ich so viele Zoom-Meetings Ja, gehabt habe. dann hören wir direkt das, was du auch hörst. Ah, super, wow, Simon, hast mir was Neues beigebracht. Danke dir. Das ist cool, super. Okay, toll. Das heißt, der Tobias spielt hier die Klänge an. Und ich kann jedwede Klänge nehmen. Die Harfe ist ganz einfach. Aber ich könnte jetzt hier reingehen. Tobias, geben wir mal heute, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, geben wir mal zwei Kontrabass. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt genau klingt, was habe ich schon ewig nicht mehr verwendet. Machen wir es heute einfach zum Spaß. Nehmen nur zwei Frequenzen hier. Und nehmen wir mal was anderes, das ist jetzt nicht so begeistert. Nehmen wir was anderes. Wir können hier Was, nehmen ja. die Violinen zum Beispiel, das ist viel, wie heißt das, stärker. Siehst du mein Bildschirm? Ja. Okay. Gehen wir jetzt eine zweite. Um dann die verschiedenen Frequenzen her, dass das nachher zwei oder vier Instrumente sind, die miteinander spielen, sozusagen, oder Ja, unterschiedliche. gleich. Ja. Faszinierend.
Die Geige verwende ich in der Regel erst, wenn jemand ganz in der tiefen Entspannung ist. Und das ist man natürlich nicht, wenn man jetzt gerade da live von allen Seiten da. Aber anspielen, wie gesagt, wunderschön. Man kann auch ganz einfach nur, das verwende ich sehr oft, das ist japanische Musikklänge. Das heißt, ich nehme hier die Taiko-Trommel. Siehst, jeder zweite Herzschlag von Tobias geht, spielt seine Trommel. Eine japanische Flöte. Und da anspielen kann er was, kann man eigentlich unbegrenzt. Also jetzt bin ich dabei, indische Instrumente gerade zu verarbeiten, weil die in dem Ashram möchten eben jetzt mit indischen Klängen das machen. Und ja, ich schule das halt einfach. Und da kann man natürlich, wenn man möchte, kann man das lernen. Man kann selber lernen, Klänge rein zu programmieren. Und wenn du sagst, ich habe zum Beispiel hier Buckelwalgesang oder Didgeridoo oder der Erasmus, du stellst mich vor ein Riesenproblem. Das ist so spannend, aber ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Genau. Also, Das ist das ist, was ich mache. Und vielleicht noch ganz kurz abschließend, ja. dass ich dann noch nachher, ich tue es nur kurz vorbereiten, damit es das Fenster offen ist. Nachher kann man das Ganze auswerten. Und da kommen wir wieder in die Herzratenvariabilität. Das heißt, ich kann jetzt in die Aufnahme, ich muss das nur, damit das alles sehen, was ist heute. Hier ist die Aufnahme von Tobias. Ich mache kurz hier mal die auf und mache einen Report. Und teile wieder meinen Bildschirm mit dir. Und jetzt kann ich die ganze Variabilität auswerten. Das heißt, ich sehe Totalenergie vom Tobias hier 3300. Ich sehe erst mehr Sympathikoton. Ich kann sehen die Regenerationsfähigkeit, den Behandlungserfolg, seine Biegsamkeit, sein Stressindex, sein Variantspektrum, der ganze Verlauf. Wo war die Behandlung am besten? Sein Stress hat laufend zugenommen, witzigerweise, weil der Papa zu viel quatscht, anstatt dass er die Kinder. Da kann man. Das ist wunderschön, man kann das schön, schön auswerten. Und ja, das ist halt die Arbeit. Also jetzt mal ganz grob von Emot, von Wasserchemie über Emotus Arbeit zur Herzratenvariabilität. Und das fast, ich habe jetzt gerade in der Schweiz, vor 100 Menschen durfte ich, vor, weiß nicht, 3 Wochen, weiß nicht, wie lange her das her ist, habe ich einen Ganztag-Workshop gegeben. Da habe ich von früh bis spät erzählt, wie du Wasserkristalle machst, was das Wasser beeinflusst, was Schwingung, Resonanz, Kohärenz, all diese Bedeutungen. Und dann nachher ging es über die Herzratenvariabilität bis hin nachher zur Übersetzung der Schwingung, der Lebendigkeit in Klang und Licht. Genau. Erasmus, ganz herzlichen Dank, dass du uns hier Danke. so einen begeisternden Einblick in deine Arbeit gegeben hast und auch ja, für die Faszination Leben. Also das ist ja die ganze Zeit da gewesen, immer wieder. Wow, das ist schon abgefahren, unser Leben. Ja, Ja, das ist schön. Ja, ja, das also ich verlinke gerne deine Webseite und ja, dass da jeder mehr über dich erfahren kann und ich lade dich gern wieder zum Gespräch ein. Ich glaube, da gibt es noch so viel zu entdecken. Also ich habe auch so viele Fragen, die ich hätte, aber mein Zeitbudget ist leider jetzt gerade gar kein Thema. für Für mich ist auch schon heute spät, der Tag war lang. Wir beschränkt. können gerne mal uns, was du möchtest, gezielt, wie man Wasserkristalle macht. Wir können gerne mal sprechen, wie du Wasser informierst. Es gibt viele verschiedene. Nach 20 Okay. Jahren unzähligen Wassergeräten und Materialien können wir darüber sprechen. Ja, Herzratenvariabilität per se natürlich, was es gesundheitlich, medizinisch bedeutet, sehr, sehr interessant, wie die Übersetzung ist, was Qualität von Schwingung ist. Ja, wir können gerne, das Schöne ist in meinem Leben, dass ich sehr reich beschenkt wurde, dass ich so viele tolle Menschen treffen durfte. Also durch Emoto, durch ihn, durch meine Eltern und das Umfeld ist einfach, man trifft so viele spannende Menschen und ich bin halt wie so ein Staubsauger, sobald jemand mit Wissen kommt, lässt mich halt nicht los. Und Und heute das ist dürfen wir halt. dich treffen, ja. Ja, genau. Aber deine Fragen waren sehr, sehr gut. Mit kann man diese Schwingung widerstehen? Und ich glaube, das hat mich heute wirklich sehr, 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 sehr bewegt. Und
macht mir, werde ich darüber philosophieren und meditieren, wenn du ständig dieser Schwingung ausgesetzt bist, jetzt im Negativen, kann man da drüber stehen oder nicht? Und ich denke mir wirklich, also wenn du jetzt nicht ein Guru bist oder erleuchtet per se, schau, dass du diese schlechten Schwingungen wirklich fernhältst in deinem Leben, so wenig wie möglich, weil wir sind dann Opfer und werden einfach konditioniert. Und gestern dieser Satz, wir können zwar tun, was wir wollen, aber wir können nicht wollen, was wir wollen. Das ist sehr, sehr interessant, weil wenn du dich diesen ständigen dauernd Berieselung, dann kannst du nicht mehr wollen, was du willst. Dann willst du, was die wollen oder was der andere will. Und dann werden wir Marionetten. Dann ist es nicht Das mehr muss, dein Leben. lass uns den Gesprächsfaden Das sollte weiterspinnen. man. Ja. Sehr schön. Ich Ja, bedanke bedanke mich mich ganz erstmal für herzlich. das Erste bei dir, auch beim Tobias, ja, dass er uns hier zur Ja, Verfügung stand als Testperson. Ja, dein Herz ist wunderschön, Tobias. Danke, uns damit zu beglücken und zu bereichern. In dem Sinne auch herzlichen Dank an alle, die zugeschaut und zugehört haben. Wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. ich danke dir, Simon. Bis zum nächsten Mal.